Hallo und guten Abend zum Urika Tuesday 256. Heute in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Entwerfen und Baukonstruktion und dem neuen Büchlein der Ikonen. Wir haben heute drei Gäste, Frank Schönland, Christoph Meyer-Utemöller, aus Berlin und Wien, eingeladen von Professor Bettina Götz. Wir freuen uns auf all die Vorträge und auf die Diskussion natürlich auch im Anschluss. Wie immer beginnen wir mit den Fragen aus unserem ersten Studienjahr und danach wird es dann allen möglich sein, sich zu melden. Und dann können irgendwie weitere Fragen gestellt werden, die dann hoffentlich auch beantwortet werden. Genauso können natürlich auch online in YouTube Live Chat oder in der Telegram Gruppe auch Fragen gestellt werden, die wir dann hier im Raum verlesen. Und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Und dann würde ich eigentlich das Mikrofon einmal rüberreichen für die Vorstellung unserer heutigen Gäste. Vielen Dank. Ja, guten Abend und guten Abend vor allem auch unseren Vortragenden. Ich freue mich sehr, dass ihr, Ute und Christoph, den Weg aus Wien gefunden habt nach Berlin und dass der Frank Schönert von Hütten und Paläste den Weg aus Berlin auf die UdK gefunden hat. Du bist ja fast sozusagen da daheim, wenn man so will. Du hast hier studiert und auch dein Büro in Berlin. Ihr beide kommt aus Wien, habt auch beide in Wien studiert. Die Ute, du hast Malerei studiert auf der Angewandten in Wien und in London, habe ich gelesen. Und du hast aber, und der Christoph hat Architektur studiert und Kunst studiert. Und deswegen, das macht euch sozusagen berufen, hier im Rahmen unserer Buchpräsentation, weil das ist nämlich der eigentliche Anlass, ist die Präsentation von unserem Buch Ikonen, das wir in den letzten Jahren bearbeitet haben, im Rahmen von unserer Baukonstruktion-Veranstaltung. Und deswegen freut mich auch, dass so viele von euch da sind, weil eigentlich sind fast alle, die da herinnen sitzen, Autoren, weil sie ja alle die Modelle gebaut haben, die in dem Buch veröffentlicht sind. Und ich will jetzt eigentlich, ich sage jetzt nur ganz kurz, wie das Programm gedacht ist. Also es ist so gedacht, dass jetzt Ute und Christoph einen ersten Vortrag halten, kurz, also sagen wir maximal eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dass dann der Frank Schönert einen Vortrag hält, ungefähr gleich lang. Dann wird die Sophia Brandt, die die Grafik gemacht hat von unserem Buch, das kurz das Buch präsentieren und anschließend werden wir alle gemeinsam uns kurz über zu diesem Buch unterhalten und anschließend wollen wir es natürlich verkaufen. Also alle müssen, die da sind, müssen ein Buch kaufen und dafür kriegt aber jeder dann auch im Anschluss im Café Mittelachse was zum Trinken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Vielen Dank. Der Architektinnen und Architekten, dass wenn man beim Kopieren Fehler macht, dass die erbitterlich sein können. Und genau darum geht es. Ich hoffe, wir schaffen das in 20 Minuten bis 30 Minuten ohne zu viel S. Auch wir haben ein Buch mitgebracht, auch das müsst ihr alle nachher kaufen. Ist viel teurer. Wir bieten keine Getränke dafür an. Und wir werden uns jetzt ein bisschen durch die Projekte, die quasi in diesem Zusammenhang relevant sind, ikonischen Charakter haben, aber auch die quasi auf unsere gemeinsame Praxis und nicht nur auf unsere, sondern auch ein paar andere sind da beteiligt, aber dazu kommen wir im Detail jetzt eingehen und wir starten in der jüngsten Vergangenheit.
und enden irgendwo um 2015. Um dann wieder den Kreis zu schließen. Genau. Wir fangen bei einer Ikone an und hören bei der letzten auf. Genau. Christoph und ich wurden vor dem Sommer eingeladen, für die 125-Jahr-Feier der Wiener Sezession den Hauptraum zu gestalten, also den Partyraum zu konzipieren, und haben natürlich diese Einladung freudig angenommen. Und muss ich sagen, ich. Okay, nein, nur damit ich es weiß. Diese Einladung freudig angenommen, und jede Party braucht eine Disco-Kugel. Und nachdem es die Sezession ist, also eine absolute Architektur-Ikone in Wien, was natürlich selbstverständlich, dass wir die Sezession als Disco-Kugel interpretieren, von uns auch selbst mit 30.000 kleinen Steinchen klebt. Und vielleicht gehen wir einfach ein paar Mal durch, damit man den Raum sieht. Also die Sezession als quasi der erste White Cube, wie sie gehandelt wird, ist natürlich eine Herausforderung für jeden Künstler. Und wir haben uns dann aber, jedes Haus besitzt eine gewisse DNA. In Wien, die Sezession hat eine sehr, sehr stringente Schwarz-Weiß-Grafik und auch das Klebeband, das sich durch das ganze Haus zieht, als interne Referenz, als Anleihe genommen, und haben uns daran gehalten. Die Aufgabenstellung war, es muss eine Bar sein, es sollen 600 Leute hineinpassen können, es soll nichts kosten, es soll ja keine Arbeit für das Personal im Sinne von Zusatzaufwand neben den Ausstellungsaufbauten und dergleichen darstellen. Und wir haben uns letztendlich auf ein paar explizite Parameter fokussiert, wie eben zum Beispiel die schwarz-weiße Grafik, dann die sehr dominante axiale Architektur des Hauptraums, wenn man so will, nach dessen Achsen oder nach dessen Symmetrien sehr gern ausgelegt wird. Wir wollten da explizit dagegen arbeiten. Und natürlich den geometrischen Grundformen, die diese Architektur der Sezession hat. Also wir haben schwarz-weißen Teppich ausgelegt, nach links, wenn man reinkommt, nach links driftend um 12 Grad, den sogenannten Panikwinkel, damit einem gleich einmal ordentlich schwindlig wird, ins linke Seitenschiff haben wir diese kreisrunde 8 Meter im Durchmesser, diese Bar hineingesetzt, um ein bisschen eine Privatsphäre, aber auch um einen kommunikativen Raum zu schaffen. Das Krischernitz, das bekannte Ausstellungsdisplay, das sich mit so Aluminiumstangen im Raster von 2x2 Metern im Boden verankern lässt, haben wir sozusagen zur dekonstruierten Logo-Wall oder, wenn man so will, einen Birkenwald mit dem Sezessionstape dekonstruiert. Und der Raum hatte über eine ganze Woche die Aufgabe, zwei Vorträge, eben eine Party und sozusagen Vermittlungsplattform über das Jubiläum zu sein. Die Fotos waren halt natürlich auch, wie gesagt, das ist alles vorletzte Woche passiert. Die Fotos waren auch so quasi noch ganz kurz zwischen fertigen Aufbau und schon Soundcheck für die Party. Und all das hat sozusagen für uns ein Gimmick das Gimmick war quasi die Disco-Kugel, die wir auch so explizit falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, wer von euch die Architektur der Sezession besser kennt. Die Kugel ist natürlich im Original, im Bauwerk, keine volle Kugel, sondern sie ragt, das sogenannte Krauthappel ragt nur zur Hälfte aus den Türmen raus, hinten. Die Apsis haben wir ganz verschwinden lassen und so weiter. Also es ist so dem Prinzip folgend, wenn ich aus dem Gedächtnis eine Architektur zeichne, so
kommt die dann aufs Blatt und die hat natürlich dann ihre Fehler. Wir springen jetzt vom Jahr 2023 ins Jahr 2015, wo Ute und ich gemeinsam nach LE aufgebrochen sind, um ein sogenanntes Schindler-Stipendium anzutreten. Wir hatten damals beide, also ich, die Ute war blinder Passagier, ich war, hatte damals ein ambitioniertes Proposal in der Tasche. Ich habe mich damals zum 12. Mal für das Schindler-Stipendium beworben, oder nach zum 10. Mal in 12 Jahren. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nicht früher gekriegt habe. Wir sind da angekommen. Den ersten, den ich getroffen habe, ist der Lukas Schubschinski, der in der ersten Reihe sitzt und der einzige bunte Architekt heute ist. Dann gab es noch einen vierten im Bunde, den Robert Schwarz, der heute nicht da ist. Und wir sind in einer Nacht- und Nebelaktion draufgekommen, dass der Atelierraum, den uns das Schindler Center for Art and Architecture als Gemeinschaftsatelier angeboten hatte, genau dieselbe räumliche Länge hat wie die sogenannte American Bar von Adolf Loos, die uns als Wiener oder hauptsächlich WienerInnen natürlich ein bekanntes Hideout ist. Wir haben jetzt ein paar Bilder mitgebracht, dass diejenigen von euch, die das berühmte kleine Wunder nicht kennen, dass das denen in Erinnerung gerufen sei. Die Bar zeichnet sich aus als eine, als ein, wird natürlich als Landmark-Architektur bezeichnet, aber zeichnet sich aus als ein extrem kleines Raumvolumen bei gleichzeitig sehr großer Atmosphäre. Das heißt, man steht in so einem kleinen, in einer kleinen Box und glaubt, diese kleine Box sei eine Kopie von vielen anderen von Boxen, dank dieser Spiegel, die über dem Sichtfeld sich so ins Unendliche erweitern. Zu Wien wäre auch noch ganz interessant, dass in Wien eigentlich zu der Zeit, als die Loos-Bar gebaut wurde, es diesen Typ an Bar überhaupt nicht gab. Also in Wien, es gab Wirtshäuser, es gab Heuging, es gab also Buschenschanken, also man ist an Holztischen zusammengesessen. Es gab das Konzept der Bar, so wie es die American Bar ist, nicht. Und das ist etwas, was Loos aus Amerika, aus New York mitgebracht hat. Und was natürlich in seinem Entwurf schon steckt ist und wo wir noch viel Potenzial erkennen, ist, dass Loos quasi fast die Kopie schon vorwegnimmt, eben durch diese räumliche Verspiegelung. Was wir dann eben gemacht hatten, nachdem wir in dieser Nacht- und Nebelaktion, das war wirklich, wir sind zu Walmart gefahren, haben uns einen Weber Grill und seinen 24er Bud Light gekauft und sind in dieser versoffene Nacht eben darauf gekommen, dass die Länge dieser Garage exakt auf einen Zentimeter der American Bar entspricht, aber in der Breite und in der Höhe eben nur ein Drittel des Originals ist. Also der Skalierfaktor war auf ein 33% reduziert. Nach dieser Aktion, nach dieser Nacht sind wir standhaft geblieben und haben gesagt, okay, wir machen das wirklich, wir kopieren die American Bar, bringen die American Bar nach Amerika sozusagen, wenden aber diesen Skalierfaktor auf alle Entscheidungen an. Das heißt, die Marmorfassade ist eine OSB-Fassade geworden. Das Glas wurde zu so Mosquito-Mesh, wie man es auch aus den USA ganz gut kennt. Die Spiegelgläser wurden zu Grow-Shop-Reflexionsfolien, weil in Kalifornien natürlich quasi so diese Weed-Culture total 2015 total am Kommen war, noch nicht legal, glaube ich, aber laut Landesgesetz aber schon am Kommen war. Und Mahagoni war dann zum Beispiel Malerkreid. Das Ganze hat sich dann zu einem klassischen Speakeasy entwickelt. Jeden Freitag hat die Bar ab 18 Uhr eröffnet. Das hat sich binnen Wochen zu einem Highlight fast entwickelt. Wir haben die Drinks mit entsprechendem Skalierfaktor auch
angeboten. Das heißt, unsere Drinks waren sicher nicht so gut gekühlt, schon gar nicht in schönen Gläsern oder so. Von der Menge war es auch recht leicht lösbar mit den 33%. Also wir haben sozusagen den Amerikanerinnen und Amerikanern auch sowas wie ein europäisches Klischee vor die Nase gesetzt. Wir haben denen schlechtes Air Conditioning, billige Preise, schlechtes Service sozusagen angeboten. Und für die war das europäische Klischee erfüllt, wie für uns das amerikanische, wenn man so nach Kalifornien kommt, erfüllt. Viele der Regulars, wir zeigen jetzt bewusst auch keine Fotos des Betriebs, weil what happened in the bar stayed in the bar, or stays in the bar, das ist immer so ein bisschen unsere Devise. Also das Ganze ist nicht nur eine, von mir ist eine Installation, sondern soll auch wirklich als einfach als eine klassische Bar schon auch funktionieren. Manche Regulars haben sich mit diesem Ding so assoziiert, dass wenn man ihnen dann zum Beispiel Geschichten erzählt hat über das Original, über den sogenannten Udo Brocksch, ein österreichisches Original, der hat zum Beispiel die sogenannte Senkrechtbestattung erfunden, der hat angeblich im Original in die Decke geschossen mit einer Pistole, weil er immer eine Pistole bei sich hatte. Der Brian Moss, ein lokaler Regular, also ein Stammkunde, ein Künstler, der in L.A. gelebt hat, der in seinem Leben, glaube ich, noch nie einen Anzug anhatte, eine Desert Red, hat sich dann die Mühe gemacht, genau das zu reenacten. Er wollte auch in die Decke schießen, hat ein Panel sich von uns ausgeborgt, hat es in die Wüste gebracht, im Deckenaufbau, neben Stahlbeton auch der Holy Bible und den Udo Brocksch-Skandal, also dieses Buch, das die Mystik um Brocksch zusammenfasst, hineingelegt und hat dann mit seiner Riesenmagnum da hineingeschossen. So haben zum Beispiel die Gläser ausgesehen, wo man den sogenannten TGV, den Hausdrink bekommen hat, also Tequila, Gin und Wodka, ungekühlt. Die Amerikaner haben es geliebt. Und in einem Art von Recycling-Gedanken haben wir dann begonnen, auch mit den Unmengen an PGA-Bierdosen angefangen, Aschenbecher im Hinterhof-Eigenverfahren einzuschmelzen, in der Hoffnung, dass die dann auch quasi sich verselbstständigen. Leute, wenn man in eine Bar geht, klaut man doch den Aschenbecher, so möchte man meinen, wenn einem die Bar zusagt. Und von Freitag zu Freitag hat sich das über 4 Wochen, also über 3 Monate immer mehr zu einem Selbstläufer entwickelt. Es gab Performances, Konzerte. Jeder Freitag war quasi eine narrative Antwort auf den vorherigen. Irgendwann hat die New York Times darüber geschrieben, der Anwalt des Nachbarn hat sich beim MAC-Zentrum gemeldet und hat mit einem Verfahren gedroht und das MAC hat die Seite gewechselt, hat uns gesagt, ihr müsst aufhören, das wird uns zu heiß. Ihr müsst an den Öffnungszeiten arbeiten und wir haben gesagt, gut, dann ist Schluss. Haben die Bar rausgezogen aus der Garage für die Final Exhibition von unserer Residency. Was man noch gesehen hat, sind sozusagen so die Spuren dieser sozialen Plastik, die 4 Monate oder 3 Monate da im Vollbetrieb war. Kann ich eine nette Anekdote anbringen? Wir hatten über Monate versucht, John Baldessari zu treffen. Was uns nicht gelungen ist, weil wir konstant am Studio abgebreit sind, das ihn abgeschirmt hat. Und wir sind eines Nachmittags im Schindlerhaus und Christoph kommt vollkommen nervös in die Wohnung rauf und sagt, John Baldessari ist da. Und ich komme runter und er verlässt schon wieder das Schindlerhaus und hat nur mehr wollte die Bar sehen, die berühmte, und sah nur mehr den Boden und war dann nur, oh, so, I missed everything. Okay, I'm gone. Das Einzige, was quasi in dem Setting, das der John und alle damals bekommen haben, war in der Erwartungshaltung, dass es der letzte Baum, das ist eben quasi dieses Auszugsszenario mit einem Fanzine mit den besten Bildern drauf. Aber wir konnten eine Einladung aussprechen, nämlich, dass sich alle eine Woche später beim nächsten Friday im sogenannten Wonder Valley, 3 Stunden außerhalb von L.A. zum sogenannten Los Bar Festival, noch einmal einfinden sollten. Das war dann so eine Art von Burning Man Parodie. Alle haben dann
Wir haben die Bar wirklich transportfähig gemacht, in so einer Art von Zeltkonstruktion. Alle Architekturelemente, die im Original hineingeragt sind, sind da zu einem Art von James Durrell Skylight geworden. Es gab statt Marmorboden halt in dem Fall Sand. Alle, die in der Bar performt haben, haben noch einmal performt. Die allererste Performance in unserer Lost Bar war eine Performance von Todd Leroy, die nannte sich Composition for 12 Smoke Detectors and a Fog Machine. Die war in dem Fall die letzte Performance, die wir performt haben. Und dann haben wir das Ganze heiß abgetragen, wie man in Österreich so schön sagt, was uns auch jegliche Emotion und Transportnotwendigkeit oder Lagernotwendigkeit gelöst hatte. Damit war 2015 ein Schlussstrich, wir sind nach Europa zurück. Aber die Bar hatte natürlich einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und es waren auch etliche Besucher aus Belgien, unter anderem in L.A. Und wir wurden dann mit Anfragen überschüttet, ob wir nicht diese Bar wiederholen können, was für uns ein Problem war, weil wir inhaltlich ja die Bar in der Wüste verbrannt hatten. Und dann kam auch 2017 vom Etablissement d'Enfass in Brüssel eine Anfrage, auch einem Artist-Run Space, ob wir nicht im Keller des Etablissements eine Bar realisieren könnten, also eine Losbar, eine neue. Und das Etablissement ist ein sehr renommierter Ort, es ist natürlich eine Freude, dort was zu machen und haben zugesagt und haben uns dann mit dem auseinandergesetzt. Gut, wir wandern muss ich jetzt mal kurz zwei Fotos weiter. Wir wandern wir haben die Bar in der Wüste verbrannt. Wie macht man da weiter? Wie kann das nächste Kapitel sein? Das Etablissement, das sind die Räumlichkeiten des Etablissements, hat uns eingeladen, eine Bar im Keller zu realisieren. Daraufhin haben wir uns die Grundrisse von der Losbar angeschaut und haben den längst vergessenen, in den Anfang der 50er Jahre aktiven Kunstraum Art Club ausgehoben, der, die Sage sagt, unterhalb der Losbar war. Und wir haben dann gesagt, na gut, also die Losbar ist verbrannt, dann steht der Art Club wieder auf im Keller des Etablissements und haben nach Referenzen gesucht und sind leider nur auf eine Handvoll Fotos gestoßen, die man hier sieht. Und es war die Architektur des Raumes nicht wirklich nachvollziehbar. Das Einzige, was klar war, es war, und daher kommt auch der Name, es waren die Wände mit Strohmatten ausgekleidet. Das ist quasi die Stufe, bevor sie verputzt worden wären. Aber in der Mangelung von Geld sind sie einfach roh belassen worden. Dann waren in den Nischen Tische und es gab ein Klavier. Also die Faktenlage war entsprechend dünn. Es gab auch quasi keine Zeitzeugen? Es waren keine Zeitzeugen. Also oder die es noch gegeben hat damals, die haben immer dasselbe erzählt, nämlich dass es sehr verraucht war. Also da war aus denen auch nicht viel herauszuholen. Und so wie man es in der Losbar gesehen hat, dass die Losbar ja potenziell in den Spiegeln quasi ihre eigenen Varianten spiegeln könnten, haben wir uns gedacht, naja, warum können wir das nicht konzeptuell so weiterdenken, dass wir einfach die Bar auch nach unten spiegeln in den Keller und eben in der Mangelung der nachweisbaren Details einfach die Losbar dann doch wieder auferstehen haben lassen in der Materialität des Strohkoffers. Das war der Abgang dann vom Etablissement in den Keller und das ist ein kleines, schönes Detail. Wer die Losbar kennt, der weiß auch, dass diese Türchen, die im Original, also es ist eine Kopie der Türchen, die auch im Original in den Keller führen und dass die nicht nach vorne aufgehen, also dass man quasi hinuntergeht, sondern eine Absturzhilfe sind, dass die betrunkenen Gäste Sicherung sind, dass die betrunkenen Gäste nicht in den Keller stürzen können. Genau, also anhand dieser Türchen erkennt man bei der Bedienung, ob das ein Regular ist oder eben nicht. Touristinnen gehen da oft gegen die Tür und versuchen zu drücken und Regulars ziehen sie souverän. Das hat auch in Brüssel wunderbar funktioniert und dann ist man über diese Hühnerleiter in die Strohversion der Losbar gekommen.
Zum Grundriss muss man sagen, in dem Fall hatten wir wieder Glück. Breite und Höhe waren identisch zum Original. Allerdings war die Länge um 44% länger. Das hat dazu geführt, dass wir halt wieder Service oder Musik um 44% gestreckt hatten. Das hat zur Folge zum Beispiel, dass Sinéad O'Connor eine sehr beeindruckende Männerstimme erhält. Und was wir dann auch eingeführt haben, also durch diese Umkehrungen, ist, dass es durch diese Verlangsamung von Sinéad O'Connor gab es dann um Mitternacht keine Happy Hour, sondern eine Sad Hour. Und dadurch, dass ja der Raum um diese 44% länger war, musste dann auch die Sad Hour um den Anteil teurer sein als die Happy Hour. Und es war sehr faszinierend, wie viel Freude aufgekommen ist jedes Mal bei einer Sad Hour und wie bereitwillig jeder das Doppelte gezahlt hat. Dieses gelbe Licht, was man auf den Fotos hier sieht, das sind Natron-Dampf-Niederdrucklampen. Gibt es in Berlin auch bei Fußgängerübergängen, habe ich vorhin gerade gesehen. Wenn man sich diesem Licht länger aussetzt, schnappt oder springt die Wahrnehmung in eine sogenannte fast Schwarz-Weiß-Optik. Also das Licht kielt jegliche Farbe. Das war recht lustig, weil die Kundschaft konnte noch so bunt angezogen sein. Sie haben alle ziemlich schwarz-weiß ausgesehen. Und wenn wir dann quasi das Licht abgedreht hatten und auf buntes Licht umgeschalten haben, dann hat man erst erkannt, wie bunt die Kundschaft teilweise war oder dass die Getränke Farbe hatten und so weiter. Was wir hier eingebaut hatten allerdings in der Bar, war ein Klavier in der Mitte oder ein Piano, das entsprechend auch den Strohkoffer oder das musikalische Spektrum erweitert hatte. Also auch eine Art von Performance-Raum. Dann hat uns 2019 Christoph Slachmelder, der war damals eben der Intendant der Wiener Festwochen und der ist jetzt in Brüssel wieder zurück, eingeladen, für die Wiener Festwochen eine weitere Variante zu machen. Mit all den Schwierigkeiten, dass ein Kunstfestival in Wien natürlich nicht nur extrem groß ist, sondern wir auch extrem nah an das Original heranrücken, geografisch. Trotzdem haben die Wiener Festwochen sowas wie nicht nur einen sehr bedeutenden Background geliefert, aber noch sowas wie ein Türenöffner in Wien. Und wir konnten letztendlich eine weitere Variante realisieren. In einem der Randbezirke von Wien, in Favoriten, wo eine Art Festivalzentrale eingerichtet war, in leerstehenden Fabrikshallen, die uns nicht besonders zugesagt hatten, vor allem wegen der Größe, wegen der mangelnden Intimität, die in so einem kleinen Raum oder einem großen Raum hätte, oder wo wir das einfach nicht geschafft hätten. Wir hätten schon fast aufgegeben und dann sind wir an diesem sogenannten Schallplatten Brigitte-Laden vorbeigekommen, standen vor dem und haben eigentlich sofort erkannt, dass das ja was quasi wie die Losbar aus vier fixen Säulen besteht und dazwischen drei Öffnungen, nur halt natürlich in einem spannenden Verzerrungswinkel. Man beachte auch das Design des Schriftzugs. Wir sind dank der Festwochen da relativ schnell hineingekommen und haben auch dieses Gebäude relativ schnell zugesagt bekommen. Das stand vor dem Abriss. Heute gibt es das Gebäude nicht mehr. Es ist jetzt eine Straße, also eine ähnlich souveräne Lösung wie das Abbrennen. Wir konnten aber im Keller die Skizzen der Eigentümerin ausheben, die sich quasi ein Kassettencenter, ein Schallplattencenter gewünscht hat. Und das fast schon mit minimalistischer Akribie designt hatte. Und weil wir gerade noch im Keller, im Strohkoffer, also hier sieht man einen Schnitt durch die Losbar, los hat die Toilettengruppe an die Decke des Untergeschoss geschoben, damit, wenn man aus den Toilettenanlagen hinaufkommt,
die Bar umso größer wirkt, obwohl das Kellergeschoss wesentlich mehr hergegeben hätte. Die Fotos vom Strohkoffer haben ja auch einen höheren Raum gezeigt. Im Narrativ sozusagen, dass wir jetzt aus dem Keller wieder zurück ein Geschoss hochgehen, haben wir uns irgendwie auf die Toiletten fokussiert und auf die keramische Oberfläche und wollten aber auch unser Treiben und unser Storytelling ein bisschen weiter entwickeln. Und haben uns gedacht, wir wollen nicht Gefahr laufen, dass wir irgendwann angerufen werden und sagen so von Leuten wie Holzhändlern oder was auch immer, dass sie ein Material hätten und sie hätten gern die Variante XY, sondern wir wollten eigentlich beweisen, dass wir auch im Sinne der Malerei uns auch mit Abstraktion beschäftigen und haben letztendlich dann uns auf die Formensprache dank dieses Entwurfs von Schallenplatten Brigitte auf die Formensprache von Jean-Pierre Renaud, einem Maler, einem französischen Maler, der quasi ins Dreidimensionale gegangen ist, der sozusagen die abstrakteste Oberfläche der Architektur für sich entdeckt hatte und ein Privathaus designt hatte, in dem er letztendlich auch, glaube ich, ausgezuckt ist oder verrückt geworden ist. Superstudio kennt ihr auch sicher. Also wir wollten uns eigentlich in eine Sprache hineinbewegen, die quasi jegliche Oberfläche negiert hat, sondern nur mehr in die Geometrie, auf die Geometrie fokussiert hat. Und haben dann beim OBI die billigste Fliese, die 4,50 Euro pro Quadratmeter, 10x10 mit 5 mm schwarzer Fuge für uns entdeckt, für jegliche Oberfläche. Wenn man in die Schallplattenbrigitte hineingekommen ist, dann ist man quasi durch diese Tür hineingetreten und ist in diesem Raum gelandet. Länge und Breite waren in dem Fall identisch mit dem Original aufgrund der geringen Höhe, ging sich aber nur die Hälfte der Höhe des Originals aus, was uns dazu geführt hat, dass also gebracht hat, dass wir die Decke nach oben hin als Kassettendecke nicht nur verspiegelt haben, sondern also auch ein bewegliches Lichtobjekt umgesetzt hatten. Die Spiegeldecke war zweischalig, also ein Phantomspiegel und ein normaler Spiegel, das sind so Leichtspiegel, in 15 cm Abstand mit einem Neonring, der quasi die Form der Kassette angerissen hatte. Und diese Kassettendecke konnte über ein Modular-Synthesizer-System direkt an jegliche Musik und an jegliches Konzert angehängt werden, was dazu geführt hat, dass, wenn man drinnen stand, je lauter es war, desto heller es war, desto mehr Spiegelungen hatte man gesehen und man war regelrecht in einem Synthesizer, in einem Equalizer drinnen. Auch da ist das Onyx des Originals halt in dem Fall mit Glasbausteinen umgesetzt. Wir hatten einen kleinen Personaleingang, den haben wir uns erlaubt, einfach um das Backoffice sozusagen, den ganzen Betrieb dazu ermöglichen. Man muss dazu sagen, wir selbst haben uns auch immer als Material verstanden. Also wenn wir so eine Bar machen, stehen wir selber drinnen bis zum absoluten Erschöpfungsgrad und machen das Service selber mit natürlich entsprechender Freiheit, dass wir uns verrechnen, dass wir schlecht bedienen oder halt sehr gut. Je nachdem, was man da am Ende des Gangs sieht, ist der Subwoofer. Also Musik und die ganze akustische Ebene ist wie immer mehr und immer wichtiger bei den ganzen Projekten geworden. So gesehen muss man nochmal dazu sagen, es sind jetzt quasi keine Architekturen, sondern es sind echt Installationen, wo halt uns auch der künstlerische Anspruch als soziale Plastik wichtig ist. Ja, also ich glaube generell in dem ganzen Projekt, es gibt jetzt hier viele Auslassungen, es ist so ein komplexes, jetzt mittlerweile fünfstufiges Projekt. Es gab jeden Freitag immer auch ein sehr dichtes Performance-Programm, das sich dann oft auch immer von Freitag zu Freitag erweitert hat. Und bei der Schallplatte, also in der Version zum Beispiel natürlich mit der Fuge, mit der schwarzen, hatten wir einen ganzen Themenschwerpunkt, der Fuge gewidmet war. Und da wurden dann auch extra Stücke geschrieben dafür. Also wobei die Fuge in der Musik ja auch
sowas wie die Variation ist. Ne? Bachs Fugenvariationen haben wir rauf und runter gespielt in dem Fall und haben uns da auch eine Freiheit, für uns eine Freiheit entdeckt. So hat das Ganze dann nach wieder der architektonischen Lösung ausgesehen. Jetzt ist es, wie gesagt, eine Straße. Und das bringt uns zum letzten baulichen, zur letzten baulichen Variante. Möchtest du das machen? Ja, kann ich gerne machen. Und zwar, das ist die Fassade der Losbar nach dem Krieg, also die zerstört wurde. Und während unserem MAG-Aufenthalt hatten wir Peter Noeber ein E-Mail geschickt, um ihn hinzuweisen auf die Bar. Peter Noeber war der damalige Direktor des Museums für angewandte Kunst. Und er war natürlich sehr angetan von dem Projekt, insbesondere aber, und er hat uns dann dieses Foto geschickt, weil er die rekonstruierte Fassade im MAG ausgestellt hatte schon. Und das war natürlich ein großartiges Detail. Und eigentlich hat uns dieses Foto seitdem auch verfolgt, dass es diese Fassade, also schon mal ausgestellt gab, wo wir ja auch eigentlich die Bar ausstellen an und für sich. Also 86, muss man dazu sagen, in seiner zweiten Ausstellung hat er Hermann Tschech damit beauftragt, die Fassade zu rekonstruieren. Und nach dieser Ausstellung ist die Fassade bis heute vor die Losbar gesetzt worden und transplantiert worden. Und für uns war das eine Art von Eisbergentdeckung, dass wenn wir in der Dépendance des Museum Angewandter Kunst Wien, nämlich dem Max-Schindler-Zentrum in L.E., eine Losbar kopieren und dann ans Mutterschiff zurückfunken, schaut, was wir gemacht haben, und der Chef vom Mutterschiff funkt zurückschaut, was ich 86 im Mutterschiff gemacht hatte. Das war sowas wie die Parodie der Parodie. Und dann ladet uns das Mutterschiff ein, eine Bar zu realisieren in der ehemaligen Direktion, die Peter Noeber sich eingerichtet hat und die neue Chefin Lilly Holland wieder als Ausstellungsraum dem Publikum zurückgibt. Das Ganze war während der Pandemie in einem Wiener Bundesmuseum. Man kann sich vorstellen, dass da bleibt eigentlich kaum noch ein Spielraum über, was man denn machen kann. Und uns war auf alle Fälle wichtig, diese eine Fotografie hier regelrecht zu reenacten. Und unser einziges Überbleibsel aus der bisherigen Serie, nämlich die Decke der Lachsbar, an diese Stelle zu hängen und um sozusagen diese Fotografie für uns nachzustellen, wo man dann sozusagen aber auch ein bisschen den Kopierfehler oder unsere Absicht des Kopierfehlers sieht. Nachdem wir die Decke im Foyer aufgehängt hatten, für eben nur dieses Foto, haben wir sie hinauf in die Direktion gebracht und für die Dauer der Ausstellung in dieses ehemalige Direktorenzimmer gehängt. Man sieht da teilweise eben so Betonelemente und Möbel, die der Peter Noeber während seiner Amtszeit dort installiert hatte. Also dort muss ihm quasi, in dem Raum muss ihm quasi die Idee gekommen sein, dass er Hermann Tschech damit beauftragt, die defekte Fassade der Losbar zu rekonstruieren. Und mangels möglichen Publikum, weil Lockdown, mangels Bundesmuseen, und man darf in einem österreichischen Bundesmuseum schon natürlich keinen Alkohol oder überhaupt was trinken, geschweige denn rauchen, auch weil das Budget es einfach nicht erlaubt hatte, mussten wir uns dann sozusagen eine Variante einfallen lassen, die für uns regelrecht die einzige Möglichkeit war. Wir haben uns auf die Dystopie einer nie enden wollenden Pandemie sozusagen fokussiert, haben in die drei Öffnungen der Losbar, des Losbar-Portals drei Getränkeautomaten hineingeschoben, wie man hier von der Rückseite sieht. Darüber hing die Lachsbar-Decke. Man konnte sich sozusagen selbst bedienen. Wir haben alles outgesourced. Es gab alles zum Mischen für sämtliche Longdrinks. Pabst Blue Ribbon gab es aus Amerika frisch eingeflogen. Man konnte sich Plastikbecher, Flaschenöffner,
Feuerzeuge, Aschenbecher, Fliesen. Man konnte sich Kassetten, Audiokassetten und so weiter alles von den Automaten runterdrücken. Die Automaten sind bestückt gewesen mit Kontaktmikrofonen in den Ausgabefächern bzw. auch im Innenraum des Automatens. Das heißt, wenn man so eine Dose runterfallen hat lassen und dafür gezahlt hatte, dann haben die Mikrofone angeschlagen und haben die Lachsbar-Decke zum Blitzen gebracht mit möglichst lauter Verstärkung dabei. Das heißt, wir haben auch quasi die Soundvariante oder das Element der Akustik und des Lichtspiels outgesourced auf das Publikum und haben lustigerweise dann erkannt, wie einfach es ist, Leute zu unterhalten. Gegenüber von den drei Automaten standen eben einfach nur drei sehr große Soundspeaker, die diesen akustischen Raum aufgemacht haben. Und hier sieht man im Hintergrund auch noch fast schon etwas, was Nueva auch mit seiner Einrichtung formal so an die Losbar erinnern lässt. Und noch ein Blick hinauf in die Decke, den man in der Lachsbar so nicht gesehen hat, vielleicht. Ja, und dann sind wir sozusagen bei unserem letzten Projekt, das noch nicht offiziell passiert ist. Deswegen ist es noch geheim. Also an und für sich hat das Projekt immer ist einem Zwei-Jahres-Zyklus gefolgt. Also wir haben 2015 war LA, 2017 der Strohkoffer, 2019 die Lachsbar und dann kam die Pandemie. Relax hat sich dann so ein bisschen unerwartet eingeschoben, aber um diese pandemische Leerstelle auszugleichen, hatten wir dann schon in Planung, was ist die pandemische Bar an und für sich? Also die eine Variante waren die Automaten. Das zweite war, dass wir auf eine Bar in eine Box zurückgegangen sind, also den Raum nochmal verkleinert haben in das Miniaturmodell einer Bar und die gleichzeitig aber alle vorigen Versionen zusammenfasst. Das heißt, wieder folgt das Format des Buches dem Grundriss der Losbar, also links die Kassettendecke, rechts in Form des Buches eigentlich die Dokumentation, also der soziale Raum, die Dokumentation des sozialen Raums. Und darunter, das sieht man, glaube ich, jetzt am Foto nicht so gut, ist der Fliesenboden zu sehen und ein gegossener Aschenbecher in Form der Tische. Also das entspricht dann quasi das Modell des Raumes. Also frei nach Duchamps großer Schachtel oder das Museum in der Box haben wir uns quasi der Möglichkeit einer Homeoffice-Variante der Losbar-Kopierserie gestürzt. Das Projekt hat uns jetzt relativ lang begleitet. Die drei Kassetten sind mit Auftragswerken von Philipp Wemberger und Marino Formenti bestückt. Die dritte Kassette ist eine Art von Medley oder einer Zusammenfassung der akustischen Elemente der bisherigen Bars. Und was entstanden ist, ist eine Art von Edition, Buch, KünstlerInnenbuch, Multiple Objekt sozusagen, das einen eigenständigen Anspruch oder einen eigenständigen Kapitelanspruch erhebt in unserer Serie der Losbar-Kopien. Warum das Ganze Genou heißt, neben der Losbar in Wien gibt es ein Bordell, das nennt sich Genou, wo man heute eben glaubt, dass unten der Strohkoffer in den 50er Jahren eben beheimatet war. Und Genou ist natürlich auch ein sehr klingender Name oder ein sehr passender Name für so eine private Bar,
zu Hause. Wir haben ein Exemplar oder wir haben drei Exemplare auch mit. Das Genu existiert in einer Auflage von nur 200 Stück und hat das Gründungsdatum oder das Eröffnungsdatum der Losbar als Preis, also kostet nur 190,80. Wir haben noch keins verkauft. Wie gesagt, das ist offiziell. Aber die Fotos sind trügerisch. Wir zeigen euch gerne das Exemplar im Original da. Also wir konnten eine paar sogar mitbringen, hoffentlich. Ja, somit sind wir quasi von jüngster Vergangenheit zu jüngster Aktualität gekommen. Diejenigen von euch, die vielleicht am 6. September in Wien sind, dort werden wir das Dezember werden wir das in der Wiener Sezession präsentieren, dieses Werk. Und ja, so viel soll eine Einladung an alle sein. Soweit haben wir irgendwas vergessen. Und danke. Sehr schön. Sind wir noch? Ja, wir machen noch Fragen und Antworten. Oder? Ja, okay. Sehr schön. Die Mittelachse. Wollte ich nur sagen. Jetzt freue ich mich, dass der Frank Schönert kommt. Das Büro heißt Hütten und Paläste, besteht aus dem einerseits dem Frank Schönert, andererseits der Nani Grau, die heute leider nicht da ist. Hütten und Paläste kennt man in Berlin. Nur eines möchte ich sagen, weil es ganz frisch ist. Sie haben letzte Woche den Deutschen Preis für Nachhaltigkeit bekommen. Viel mehr wie Deutscher Nachhaltigkeit. Deutscher Nachhaltigkeit. Aber das ist nur einer von vielen Preisen, den Sie erhalten. Nein, das stimmt nicht. Oh ja. Wir haben das der dritte Preis. Da waren wir nur Finalisten. Naja, das ist auch. Gut, also wir sind gespannt auf den Vortrag. So. Super. Ja, vielen Dank, Bettina, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier bin. Du hast schon gesagt, ich habe hier studiert. Ich war hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und heute halte ich einen Vortrag. Ich habe mir so eine Mischung aus Maßstäben und Wirklichkeiten vorgenommen und die werde ich anhand von 6 Beispielen besprechen. Und zwar geht es so ein bisschen darum, welche Rolle Modelle in unseren gebauten und ungebauten Projekten spielen. Und mal ist das Modell die Hauptfigur und mal ist es nur ein Nebendarsteller. Modelle sind für uns scharfe Vorgriffe auf eine nicht existierende, unscharfe Realität. Es sind pointierte Konstrukte, Werkzeuge, Vermittler oder Stellvertreter. Was ist das hier unten? Ach so, okay. Das ist ein Foto, das zeigt die Hand vom Oliver von Spreckelsen, mit dem ich hier zusammen gearbeitet habe bei Bettina am Lehrstuhl. Wir haben vor 2,5 Jahren noch einen Wettbewerb gemacht zusammen. Barbara Ludescher war auch dabei. Und das zeigt eigentlich genau diese Rohheit und scharfe Unschärfe von Arbeitsmodellen, die ich total gerne mag. Es geht ging damals um den Umbau eines Parkhauses, das man im Hintergrund sieht. Und Modelle. Das ist ein Modell, das auch in dem Buch vorkommt. Ich soll es sagen, das ist Modell Nummer 19 auf Seite 44. Die repräsentieren maßstäblich verkleinerte Realitäten. Und was Mies van der Rohe da macht, das ist genau der Perspektivwechsel, den Modelle eben erlauben, dieses Hineintauchen, Hineintreten und Überprüfen in die ungebauten Ideen. Modelle können aber auch autonome Referenzen sein, wie etwa dieses Denkmal der dritten Internationale von Tatlin. Das Projekt hat eine enorme Rezeption erfahren und musste gar nicht gebaut oder realisiert werden, um seine Wirkmacht auszubilden. Modellbauen ist aber
andererseits auch die einzig physische Erfahrung mittlerweile beim Entwerfen und ist sowas wie eine Art vorgezogene Baustelle unter Laborbedingungen, irgendwie abstrakt und doch konkret. Und sobald das Projekt umgesetzt ist, haben die Modelle natürlich keine Funktion mehr und bedürfen neuer Aufgaben. Das erste Projekt, das ich zeige, das nennt sich Parlament der Öffentlichkeit. Das haben wir zusammen mit dem Philosophen Ludger Schwarte gemacht, ganz zu Anfang unserer Karriere, als Beitrag zu einer Ausstellung, die hieß Making Things Public im Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, Zentrum für, ich habe es vergessen, was die Langversion ist, in Zell. Danke. Das ist der Versuch, eine physische Entsprechung für Schwartes Thesen zu Meinungsbildungsprozessen im öffentlichen Raum in Zeiten der französischen Revolution zu entwickeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir beide unsere Ansätze verstanden haben. Das Ergebnis ist aber auf jeden Fall nicht unbedingt naheliegend. Mithilfe des Fotografen Frank Hülsbömer sind dann die folgenden Bilder entstanden. Eins davon wurde Titel des abgebildeten Buches. Das ist also die dreidimensionale öffentliche Diskursplattform, die wir uns da ausgedacht haben. Sie besteht aus beweglichen, sich immer neu konstellierenden Tribünen. Ludger Schwarte hat festgestellt, dass die wesentlichen Gedanken der französischen Revolution in Theatern und ähnlichen Räumen entstanden sind. Und das war die Idee, so eine Art Kosmos zu schaffen mit beweglichen Tribünen, verzogenen Räumen, Rampen und Orten der Begegnung, Debatten und lautstarken Austausches. Um alles Weitere zu erklären, bedarf es ein bisschen mehr Zeit und wer Fragen dazu hat, ich kann das dann nachher noch ein bisschen genauer erklären. Das war ganz am Anfang, als wir noch kein Büro hatten. Wir haben also dieses Modell gebaut bei uns auf dem Zuhause, auf dem Schreibtisch. Man sieht das Serielle, man sieht das Konstruktive. Die Lackierung wurde nachts illegal in der Holzwerkstatt der UdK hier vorne gemacht. Eine Straftat, die inzwischen hoffentlich verjährt sein dürfte. 2010 wurde das Modell erneut im Rahmen einer Architekturmodellausstellung, die nannte sich Realstadt, Wünsche als Wirklichkeit, ausgestellt. Gut verpackt vom ZKM in Karlsruhe ins Kraftwerk nach Berlin. Das war eine total irre Ausstellung mit diesem riesengroßen Tisch, den man auf der linken Seite sieht. Da wurden 300 Modelle in allen Maßstäben zu so einer virtuellen Modellstadt zusammengestellt und erzählten vom Wunsch nach Veränderung und Bereicherung des städtischen Lebens und natürlich auch von den menschlichen Energien, die dafür nötig sind. Es war das erste Modell. Ich komme jetzt zu Gebäuden und zeige noch zwei, drei Slides zur Einleitung. Ich habe eine typische urbane Situation aus dem Nachwende-Berlin der 1990er mitgebracht. Alle von euch wissen, dass das heute anders aussieht. Das ist das ehemalige Kunsthaus Tacheles. Aus einer Zeit der Veränderung, gekennzeichnet durch Aneignung und niederschwellige Nutzbarmachung verlassener Gebäude. Das ist der Kontext, in dem ich mit Nanni Grau 2005 das Büro Hütten und Paläste gegründet habe. Gebäude werden oft nur für eine spezifische Nutzung gebaut, wie eben dieses Schwimmbad. Sie sollten aber befähigt werden, sich zu verändern. Wir arbeiten so, dass durch Einführung von Offenheit und Anpassungsfähigkeit Gebäudebestände maximal erhalten bleiben, weiter genutzt und so transformiert werden, dass sie langfristig nutzbar sind und bleiben. Wir entwickeln architektonische Strategien mit dem Ziel, minimale Eingriffe und maximale Nutzungsmöglichkeiten zu erzeugen. Das ist jetzt das erste Projekt, das erste gebaute Projekt, das ich euch zeige. Das ist ein Gebäude als energetischer Organismus. Das ist das Neckarhof-Gebäude. Das ist ein frühes Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln. Es war solide gebaut, aber über die Jahre planlos verbaut und innerlich in einem völlig zerstörten Zustand und auch ohne straßenseitigen Eingang. Wir haben durch Ausschöpfen eines städtebaulichen Flächenpotenzials das Gebäude um ein Dachgeschoss erweitert und den Keller als Souterrain geöffnet. Man muss sagen, dass dieses Gebäude für uns hat viele Aspekte, hat auch einen Modellcharakter für uns und viele Aspekte unserer Arbeit kommen darin vor. Wir haben sämtliche Etagen leergeräumt und durch neue Setzungen reorganisiert.
Wir haben es ergänzt durch einen Aufbau aus Holz und Lehm, den sieht man oben. Wir haben eine kleine Raumeinheit eingefügt, das ist diese weiße Kiste auf dem roten Niveau. Wir haben eine T-Stütze zur Flexibilisierung des Grundrisses eingebaut und auf der linken Seite haben wir einen Balkon davor gesetzt an die Südfassade. Das ist ein begehbarer Sonnenschutz, dazu erzähle ich nachher mehr. Da hinten sieht man die Raumeinheit aus Holz und vorne die grüne T-Stütze und drumherum den offenen, bespielbaren Raum. Die Raumeinheit beinhaltet Sanitär- und Kochbereiche sowie Lagerflächen und Garderoben. Und aus diesen Eingriffen resultiert eine ganz einfache Grundrissstruktur links oben, die eine Vielzahl von Varianten zulässt, von zellulären Raumstrukturen bis ganz offene Lofts. Damit lassen sich verschiedene Grundrisse vom Büro über Atelier bis zur Wohnnutzung realisieren. Die Unterteilung erfolgt durch versetzbare Holzwände und eingestellte Möbel mit Schiebetüren. Das sind alles Grundrisse, die wir in diesem Haus realisiert haben. Die vorgestellte Balkonanlage dient der passiven Gebäudeklimatisierung. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Im Sommer wird die Fassade verschattet und vor Überhitzung bewahrt. Und in den Übergangszeiten kann die tiefer liegende Sonne gänzlich in den offenen Grundriss eintreten und die Räume mit Tageslicht und Wärme versorgen. Die Wärme wird in der Nordwand gespeichert und verzögert wieder abgegeben und das Haus funktioniert dadurch als eine ganz einfache Energiefalle. Das ist das Modell, das Konzeptmodell mit dem Aufbau und dem Sonnenschutz markiert. Und das ist die realisierte Südfassade, im Prinzip weitergedacht, das Modell weitergedacht, die Eingriffe ebenfalls farblich markiert. Das ist die Straßenfassade mit einem ganz einfachen Weiterbau nach der gleichen Struktur wie in den anderen Geschossen, in den Bestandsgeschossen und rechts unten einen neuen Eingang. Das sind die transparenten Raumteiler, die für den Licht- und Luftaustausch zuständig sind. Sie lassen eben die Sonne eindringen und unterstützen das passive Energiekonzept. Spuren des früheren Bestands sind am Boden und an der Decke zu sehen. Die Transparenz der Einheiten wird durch die Vorhänge modelliert. Und Querlüftungsfenster können auch als Durchgang genutzt werden. Der Weiterbau aus Holz mit lehmverputzten Wänden ist strukturell im Prinzip identisch zu dem Bestand. Wir verlassen das Gebäude und kommen zur Gewissheit für Kuratoren, die temporäre Kunsthalle. Das war ein Wettbewerbsbeitrag für eine temporäre Kunstausstellung, die hieß Based in Berlin, zur Berliner Gegenwartskunst im Sommer 2011. Typisch Berlin ist natürlich die große Ankündigung, das Museum des 21. Jahrhunderts, darunter geht es nicht. Aber auch typisch Berlin, das Budget war minimal, das Programm war vorläufig, es gab keinen festen Ort, es gab diese zwei Möglichkeiten, die markiert sind. Es gab auch kein kuratorisches Konzept, alle Ausstellungsmedien konnten vorkommen. Selbstredend gab es auch keine Preise oder Bearbeitungsgelder für die 22 geladenen Büros. Wie kann also eine Ausstellung aussehen, wenn weder ein Gebäude noch eine genaue Inhaltsangabe existiert? Unser Beitrag war ein konfigurierbares Raumkonzept für die Kuratoren aus ganz einfachen Readymades, Zelte, Container, Segel, Lagerhallen, aufblasbare Strukturen, vorgefertigt, kostengünstig, sowie schnell auf- und abbaubar oder auch eben leihbar. Die Strukturen sollten aus unterschiedlichem Material und Abmessungen sein, je einen Ein- oder Ausgang aufweisen, außen immer weiß und der gemeinsame Boden kunsthallengrau. Die Readymades sollten so positioniert werden, dass eine Art experimentelle Flaniermeile entsteht. Die Außen- und Zwischenräume wurden mit einbezogen. Die Bausteine sollen einzeln, aber auch zusammenwirken können. Als freie Form, interne Verdichtung, als Strip oder viele andere Möglichkeiten. Im Anschluss an den Wettbewerb stellte sich allerdings heraus, dass die beiden Grundstücke am Humboldthafen überhaupt nicht nutzbar sind. Die Ausstellung kam schließlich in einem inzwischen abgerissenen Gebäude im Montbijou-Park unter. Regelbasiertes Transformieren. Also ich habe ja schon erzählt, dass wir sehr viel Bestandsumbau machen, eigentlich 90% unserer Projekte. Und zeige jetzt an der U-Halle Mannheim, wie man beispielhaft oder wie wir beispielhaft mit solchen Themen umgehen. Das ist die U-Halle in Mannheim. Das ist eine 700 Meter lange
langes Distributionszentrum der US-Armee in Mannheim. In der Mitte sieht man Schienen, also da ist früher die Bahn reingefahren und hat dann links und rechts T-Shirts, Stiefel, Rucksäcke, Gott sei Dank keine Waffen abgeliefert. Und diese wurden dann von dort aus in ganz Europa verteilt. Die Amerikaner sind mittlerweile weg. Das ist eine alte Halle und eigentlich hatte die Stadt gedacht, sie reißen dieses Gebäude ab. Glücklicherweise gab es die Bundesgartenschau und in diesem Zusammenhang wurde das Gebäude in einer ersten Nutzung als Hauptgebäude für die Bundesgartenschau 23 umgebaut und danach in Phase 2 soll jetzt ein Stadtteilzentrum entstehen. Die Faszination der ca. 20.000 Quadratmeter großen Halle liegt natürlich in den Möglichkeitsangeboten, der sich schier endlos wiederholende Tragstruktur, in die vielfältige Nutzungen eingeschränkt werden können. Zum Zeitpunkt des Planungswettbewerbs standen viele Nutzungen aber noch nicht fest. Und dafür haben wir anstatt eines fertigen Entwurfs ein Umbaukonzept vorgeschlagen. Darüber hinaus wirkt die U-Halle als klimaökologische Blockade einer wichtigen städtischen Kaltluftschneise in Mannheim. Und an diesem Punkt setzt unser Entwurf an. Wie man ahnen kann, auf der rechten Seite haben wir die Hallenstruktur aufgeschlossen und eine Verteilung des Raumprogramms über das ganze Baufeld vorgenommen. Das Gebäude wurde in einer wechselnden Folge aus offenen Höfen und verbleibenden Hallenabschnitten transformiert. Dadurch bilden sich neue Durchlässigkeiten, Zwischenräume, Mikroklimata, aber auch Maßstäbe heraus. In dem Modell, wir haben ein 1:100 Modell davon gebaut, das war wirklich toll, das war 4,20 Meter lang. Und hier kann man eben dieses freigelegte Tragwerk ganz gut sehen in diesem Ausschnitt. Das überspannt die geöffneten Hallenabschnitte wie eine Pergola. Und um eben flexibel im Planungsprozess zu sein, wurden diese Rückbau- und Organisationsprinzipien aufgestellt, die relativ einfach sind. Also natürlich an den Schnittstellen entstehen neue Giebelflächen. Diese Giebelwände sollen transparent sein und reversibel. Nebenräume werden in Slots oder Boxen zusammengeschlossen und können von zwei Hallen beidseitig genutzt werden. Eine parcoursartige Durchmischung und Durchwegung, freie Möblierung der Innen- und Außenräume wurde vorgeschlagen. Und die verbleibende offene Tragstruktur bildet eine bespielbare Fläche, zum Beispiel für Begrünung und viele andere Hofnutzungen. Mit diesem Rüstzeug wurden wir in der Anfangsphase beauftragt, damit viele Varianten mit den zukünftigen Nutzern durchzuspielen, durchzurechnen und sukzessive zu optimieren. Auf der linken, links oben ist das Layout, das wir im Wettbewerb beispielhaft eingereicht haben. Und rechts unten ist dann die Variante, die letztlich umgesetzt wurde. Und durch diese Mechanismen und Organisationsprinzipien wurde die Großform eigentlich über die Nutzungen, die an uns herangetragen wurden, fragmentiert. Und es entsteht eine neu strukturierte, rhythmisierte Fassade, einfach als Resultat der gezielten Eingriffe, die mit den Nutzern entwickelt wurden und aus den klimaökologischen Notwendigkeiten entstanden sind. Hier ist der Wandkatalog zu sehen, der zeigt diese konkrete Umsetzung am Beispiel dieser Giebelfassaden. Das sind einerseits geöffnete ehemalige Brandwände, wie zum Beispiel links oben, oder andererseits reversibel versetzbare Wände. Im Modell kann man auf der linken Seite eben so eine reversibel versetzbare leichte Giebelstruktur sehen und auf der rechten eine ehemalige Brandwand. Der Umbau wurde nach Gesichtspunkten des zirkulären Bauens durchgeführt. Die Darstellung zeigt die Stoff- und Bauteilwege während der Bauphase. Und wir hatten eben das große Glück, das ganze Gebäude ist wie eine große Bibliothek gewesen. Wir konnten Bestand erhalten, wir konnten Bestand reparieren, wir konnten Materialien wiederverwenden und neue Materialien mit lösbaren Verbindungen einfügen, um diese später reversibel auch umbauen zu können. Bevor wir mit dem Gesamtumbau angefangen haben, war eigentlich das Wichtigste, dass wir einen Abschnitt der Halle als 1:1 Modell umgesetzt haben, um die Rückbau, also es ist eben kein Abriss, sondern es ist ein Rückbau. Das heißt, man muss die ganzen Methoden, die da zur Anwendung kommen, einmal üben. Und ich zeige später noch ein Bild, das an genau der gleichen Stelle aufgenommen wurde. Also merkt euch das gelbe Geländer. Also der Rückbau wurde
von selektiv, eben über einzelne Materialien, die hier am Boden aufgereiht liegen, über kraftvoll bis elegant getestet. Und das war dann quasi die erste Struktur, das erste Mal, dass wir diesen Raumeindruck und diese Raumstruktur sehen konnten und auch wissen konnten, wie wir das Gebäude zurückbauen können. Das ist die U-Halle nach vollständiger Freilegung der Höfe im letzten Sommer. Und das ist nur ein ganz kleiner Film, der so ein bisschen zeigt, wie diese Räume, die dadurch entstanden sind, wie unterschiedlich die sind und wie sich diese Struktur dann darstellt nach dem Rückbau. Also das Hauptfortbewegungsmittel auf der Baustelle war das Fahrrad. Und da bin ich mit dem Fahrrad und meinem Handy unterwegs und filme eigentlich entlang dieser Fassade. Man sieht hier schon erste Begrünungen. So weiter. Ich breche jetzt mal ab hier. Und hier sieht man eben das erste Mal so einen Hof. Das ist eine ehemalige Brandwand, die geöffnet ist. Im Boden sind Ausschnitte. Das sind Sicker- und Retentionsflächen. Also dieser Fußboden ist ja ein früherer Innenfußboden. Und der hat kein Gefälle. Und wenn der plötzlich ein Außenfußboden wird, dann braucht der irgendwie die Möglichkeit, das Wasser abzuleiten. Und wir haben mit einem Pfützenmapping, also nach dem Regen, haben wir Fotos gemacht und haben geguckt, wo sind die größten Pfützen. Und an den Stellen wurden dann Öffnungen reingeschnitten. Die Ausbesserungen wurden vielerorts sichtbar belassen, wie an diesem Wandanstrich. Hochstellen bleiben als solche kenntlich. Das ist eine temporäre Wand aus gebrauchten Stegplatten und einer Holzgerüstkonstruktion. Innen sieht man die lösbaren Knoten. Die Wand kann vollständig demontiert und zurückgegeben werden. Und das ist so ein reversibler Knoten im Detail. So ist der Zustand dann zur Eröffnung der Bundesgartenschau. Und das ist das Foto, auf das ich hinweisen wollte. Da sind wieder die gelben Geländer. Das ist jetzt so eine Stahlstruktur. Es gab auch Stahlbetonkonstruktionen. Und man sieht, wie dieses Gebäude dann über den Sommer sich verändert hat und immer weiter zugewachsen ist. Das ist das Lapidarium. Das ist der Innenbereich des Us. Und dieses integrierte Freiraumkonzept zeigt sich eben in der partiellen Entsiegelung, zeigt, dass dieses Gebäude eben jetzt immer weiter wachsen kann und immer mehr Teil der Natur und des Aneignungsprozesses wird. Also die U-Halle setzt eben auf Weiternutzung durch Anpassung und Veränderbarkeit. In ferner Zukunft kann das Gebäude weiter zurückgebaut werden oder aber auch wieder aufgebaut werden. Die Struktur gibt eigentlich die Möglichkeiten vor. Das fünfte Kapitel ist Modell als Partizipationswerkzeug. Da geht es um den Holzmarkt. Die Berliner kennen den Holzmarkt. Das ist ein Quartier an der Spree, das von einer Gruppe um den ehemaligen Techno-Club Bar 25 initiiert wurden. Es ist ein Gewerbequartier mit eingeschriebener Erneuerungsfähigkeit, ein Quartier, das niemals fertig werden soll und kreative Spielräume für zukünftige Nutzerinnen vorhält. Also stellt euch ein Projekt vor, bei dem das Offene, das Ungeplante und das Mögliche mitgedacht werden soll, das mehr eine Struktur als ein Gebäude ist, bei dem der Bauplan nur eine mögliche Auslegung der zugrunde liegenden Regeln ist. Die Betreiber der Bar 25 kommen aus der Do-it-yourself-Kultur, die eine Form des Zufalls in das Projekt mitbrachten, das wir als Planer gar nicht denken konnten. Das Provisorische steht hier für eine Lebenskultur. Zu sehen ist die Johannesburg. Das ist eine in 3 Tagen zur Fußball-WM 2010 errichtete Event-Location aus gebrauchten oder aus Gebäuderesten. Also sie sind damals überall rumgefahren in der Stadt, als es noch möglich war, und haben Abbruchgebäude eingesammelt und ständig neue Locations gebaut, die immer wieder umgebaut wurden. Und aus diesen Ideen haben wir zusammen mit den Nutzern ein Konzept entworfen. Das ist das Konzept der Hallen und Hütten. Ausgangspunkt ist diese großformatige Infrastruktur aus Hallen und Erschließungen aus Beton-Fertigteilkatalog, also ganz billig, ganz einfach. Und diese wird dann individuell mit Gewerbeeinheiten, den sogenannten Hütten in Holzbauweise, überformt. Also das ist die Grundstruktur. Die sollte in einem partizipativen Selbstbauprozess dann besiedelt werden. Ein Großteil der Struktur ist auch inzwischen gebaut.
Und die Entwurfssprache für dieses Projekt, das war das Modell. Also hier sieht man das Areal und auf der linken Seite den S-Bahn-Viadukt. Und was wir sehen, ist die Spielwiese, auf dem dieses Konzept entstanden ist. In einem kollektiven Prozess zwischen digital und analog haben wir mit absoluten Laien am Modell den Städtebau und die Baukonzepte entwickelt. Zwischenergebnisse wurden fotografisch festgehalten und erst im Nachgang zeichnerisch ausgearbeitet. Wir haben schnelle Skizzen und Atmosphären und Raumsituationen gemacht, um Themen zu überprüfen. Und das ist der finale Städtebau. Um die räumlichen Potenziale zu sichern, wurde das Volumen eines fiktiven Endzustandes, nämlich dieses Zustandes, zur Baugenehmigung eingereicht, das gleichzeitig die maximale Ausdehnung des Dorfes darstellt. Also die Flexibilität besteht darin, dass innerhalb dieses maximalen Volumens alles gebaut werden kann. Vom Modell quasi direkt zum Bauen und in die Benutzung. Also hier sieht man ganz schön so ein bisschen man sieht diese Strukturhafte, das ist der Holzmarkt, wie er halb fertig ist und wie er eben durch die Nutzer frei überformt werden kann. Jetzt komme ich zum letzten Projekt, das ist Raumproduktion als soziales Experiment, das ist die Scheune in Predikow. Auf dem Hof Predikow werden in den nächsten Jahren über 100 Berliner einziehen und Berlinerinnen, die werden dort wohnen und arbeiten. Und das ist eine ganz besondere Form der Transformation, da geht es um die Erprobung von neuen Formen des Landlebens, bei der eben auch verschiedene Lebensentwürfe wie Stadt und Land und Ost und West aufeinanderprallen. Die Grundvoraussetzung für dieses Projekt ist eigentlich das Glasfaserkabel, das in diesem Dorf gelegt wurde, das es eben allen ermöglicht, die digital arbeiten, auf dem Land zu leben und gar nicht mehr in der Stadt leben zu müssen. Und die Offenheit dieser Strukturen auf dem Land, die sind eine Fortsetzung von dem, was der Holzmarkt vor 10 oder 15 Jahren in Berlin war. Predikow liegt im östlichen Brandenburg. Im Schwarzplan sieht man den Hof in der Relation zum restlichen Dorf mit seinen 240 Einwohnern. Also dort wohnen 240 Leute und 100 Berliner werden dahin ziehen. Das war ganz klar, dass es eine Überlegung geben muss, wie können wir gemeinsam diesen Ort entwickeln und wie müssen wir uns dazu organisieren. Und der Startpunkt dieser Entwicklung ist die Scheune, die an der Schnittstelle zum Dorf liegt und die sich inzwischen zu einem überregionalen Treffpunkt entwickelt hat. Und sie wurde eben von einem Verein aus den da sagen Alt- und Neupredikuren gemeinschaftlich geplant, teilweise auch gebaut und inzwischen genutzt und betrieben. Aus einem Ort für Heu wird ein Ort für die neue Dorfgemeinschaft. Das ist der leere Raum, der mit Interventionen gefüllt wird. Und das Resultat ist ein ganz dichter, synergetischer Ort, der eine Art Kondensat des gesamten Hofes darstellt. Also das Raumprogramm hätte man normalerweise dreimal in dieses Gebäude reinpressen können. Und jetzt gibt es dort Veranstaltungsflächen, Coworking, Gastronomie, Dorfwohnzimmer, Küche, Kreativwerkstatt, Werkstätten und so weiter. Auch rechts unten auf der rechten Seite eine kleine Dorfkneipe als sozialen Ort. Und das ist wie so ein Kondensator, der diese Hofentwicklung, das ist auch das erste Haus, das realisiert wurde, begleitet. Die Architektur, die thematisiert diese Gleichzeitigkeit der Nutzung und mögliche Synergien um den zentralen Raum, den man, kann man die Maus sehen? Nee, kann man nicht sehen, aber der zentrale Raum ist sichtbar. Gruppieren sich eben vier Raumeinheiten, die zugeschaltet werden können, aber auch über eigene Eingänge verfügen, sodass quasi von ganz individuellen Nutzungen auf der linken Seite über Mischnutzung in der Mitte bis hin zu einer ganz räumlichen Nutzung alle Zwischenstufen möglich sind. Und das Lustige ist, dass es finden mittlerweile sehr viele Nutzungen dort statt, dass das Gebäude einmal im Monat auf Null gebracht wird. Also da werden dann wieder alle Sachen an die richtige Stelle geräumt und die Einheiten zugemacht und dann geht es jedes Mal weiter. Das Modell dazu ist eigentlich denkbar einfach. Da ging's, und das hat uns aber über die ganze Planungs- und Bauphase getragen. Da haben wir erstaunlicherweise dieses ganz verrückte Tragwerk, von dem auch der Statiker nicht ganz genau gewusst hat, wie das eigentlich funktioniert,
nachgebaut und alles andere ist sehr schematisch und vereinfacht, um einfach dieses Konzept zu verstehen, sodass alle, die daran beteiligt sind, das ist auch wichtig bei so Gruppenprozessen, dass alle immer wieder so einen visuellen Anker bekommen und verstehen, woran eigentlich gearbeitet wird. Auch dieses Projekt haben wir nach unterschiedlichen Aspekten des zirkulären Bauens umgebaut. Hier interessant ist zu sehen eigentlich die Reparatur des Daches. Ausbesserungen bleiben durch die Verwendung von unbehandelten Hölzern sichtbar. Und das ist jetzt dieser fertige zentrale Raum, der eben diese Spuren der Eingriffe zeigt auf der einen Seite und der zeigt das genau. Die Öffnungen der seitlich zuschaltbaren Räume sind hier zu sehen, noch bevor die Türen eingebaut werden, die jetzt mittlerweile drin sind. Und sie liegen hinter diesen transluzenten Wänden, die auf der einen Seite eine Querbelichtung ermöglichen, gleichzeitig aber auch diese nebeneinander stattfindenden Nutzungen miteinander sichtbar überschneiden. Das sind solche einzelnen Räume. Kreativwerkstatt nennt sich das linke, Gastro- und Küchenbox ist das rechte. Das ist der Coworking-Bereich. Und es entsteht so eine räumliche Schichtung. Da guckt man jetzt aus einem Raum quasi einmal quer durch dieses Gebäude. Und diese Schichtung und Überlagerung von bestehendem und repariertem Tragwerk sowie die einfachen industriellen Materialien prägen dieses Gebäude. Und das Bauen mit den bestehenden Strukturen bedeutet eben die Akzeptanz dieses Bruchstückhaften und des Reparierten, dieser Collage aus Alt und Neu. Und das Ergebnis ist eigentlich ein Update statt einer Rückkehr zum Original. Man muss sich vorstellen, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Also wir hatten da sehr viel Glück und Möglichkeiten, das wirklich weiterzudenken und auch diese Schichtungen zu zeigen, eben diese Originalfenster in der Mitte, die eigentlich gar keine Fenster sind. Das Gebäude war vorher total dunkel, sondern reine Lüftungsöffnungen über verschiedene Stufen der Öffnung und der Fenstereinbauten über die Zeiten. Das ist meine letzte Folie, die noch einmal die offenen Architekturen thematisiert, die uns wichtig sind, die Angebote der Aneignung und Identifikation machen für zukünftige Nutzungen, die man eigentlich noch gar nicht kennt und lange Lebenszyklen von Gebäuden, so wie bei diesen Performances des Künstlers Willy Dörner, der Formation der menschlichen Körper im städtischen Raum inszeniert. Stellen wir uns immer vor, was passiert eigentlich, wenn die Gruppe aus diesem unveränderten Rahmen raussteigt und da wieder reinsteigt. Sie wird also nie zweimal in der gleichen Formation wieder reinsteigen. Das ist das Ende meines Vortrags. Danke. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Frank. Es gibt viele Fragen. Es gibt sicher zum vorherigen Vortrag auch schon viele Fragen, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt so weiter, wie wir es angefangen haben, dass die Sophia als nächstes das Buch vorstellt und dass ihr euch alle die Fragen merkt und dass wir dann im Anschluss sozusagen alle drei Sachen gemeinsam besprechen. Danke, es war wirklich super. Genau, ich werde nun zum letzten Teil des Abends übergehen und euch das grafische Konzept und Layout des Buches vorstellen. Bettina hatte vor Jahren schon die Idee, der umfangreichen Modellbausammlung des Lehrstuhls eine Publikation zu widmen, um diese in Form eines gedruckten Mediums festzuhalten, die Modellbausammlung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und den Modellen eine Reichweite außerhalb der UdK und unseres Archives zu ermöglichen. Was nicht letztendlich auch die Wertschätzung der Modelle betonen soll, die auf unterschiedlichster Weise sehr aufwendig und detailliert und sorgfältig gebaut wurden. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass wir das Buch heute präsentieren können und ich Teil davon sein durfte und die Möglichkeit hatte, die Grafik zu übernehmen. Und an der Stelle vielleicht erstmal noch Bettina und Florian herzlichen Dank dafür, dass ihr mir das Vertrauen gegeben habt und vor allem auch für die Zusammenarbeit, dass ich die Grafik machen durfte, auch als Nicht-Grafikerin sozusagen.
Genau, wir haben uns für ein sehr subtiles und eher schlichtes Cover entschieden, was den dokumentarischen und archivarischen Charakter widerspiegeln soll und der sehr vielfältigen und breiten Sammlung in seiner Art und Weise quasi entsprechen sollte. Der Umschlag ist achtseitig, also eingeklappt und somit sehr viel robuster, was wiederum die Broschüre als eine zeitlose Sammlung betonen soll und zugleich ein langlebiges Nachschlagwerk funktioniert. Das kompakte Format betont dabei die Broschüre als Handbuch. Für die Art der Bindung haben wir uns für eine Fadenbindung entschieden, um hier vielleicht noch einmal in Anlehnung an das ehemals mühevoll von Hand gebundene Buch zu erinnern und auch nochmal das Handwerk an sich in Anlehnung an den Modellbau anzulehnen. Genau. Inhaltlich lässt sich das Buch in drei Teile lesen. Der Hauptteil ist die Modellbausammlung an sich, im Inhaltsverzeichnis in Magenta dargestellt und wird eingeleitet von einem Vorwort von Bettina selbst und unserer Ikonenausstellung, die wir 2019 im Rahmen dem Designtransfer zusammen der UdK realisiert haben am Einsteinufer, gerahmt, gefolgt von einer Übersicht des Modellarchivs und einer Auflistung aller Beteiligten. Der Inhalt der Sammlung ist eine Zusammenstellung von 35 ausgewählten Modellen, von insgesamt über 80 gebauten Modellen seit 2012. Diese gliedern sich in von uns subjektiv eingeteilten Kapitel, welche teilweise schon Attribute der Gebäude bzw. deren Konstruktion erahnen lassen. Jede dargestellte Ikone ist auf zwei Doppelseiten gelayoutet. Die erste Seite informiert über das Gebäude an sich und liefert Details zum Modell. Unter einer Zeichnung lesen wir einen kleinen Steckbrief. In Pink der Titel des Gebäudes mit der dazugehörigen Archivnummer aus unserem Lehrschularchiv, gefolgt von den Architekten sowie Standort und Baujahr des Gebäudes. Angaben zum Modell, wie zum Beispiel Maßstab, verwendetes Material und Größe, gefolgt von den Namen der Studierenden, welche das Modell gebaut haben und die Zeichnung angefertigt haben. Der einleitenden Seite gegenüber sehen wir eine farbige Fotografie des gebauten Modells und auf der zweiten Doppelseite sind weitere Pläne und Zeichnungen dargestellt. Das sehen wir hier. Dabei sind die Zeichnungen pro Ikone sehr unterschiedlich ausformuliert und liefern entweder ergänzende Informationen zum Gebäude, wie zum Beispiel Grundriss oder Schnitt, oder aber betonen die Besonderheit in Konstruktion und Bauweise anhand von Detailzeichnungen oder Axonometrien. Der kurze schriftliche Teil am Ende der vierten Seite ergänzt wiederum voranstehende Informationen zu Architekten, baulichem Umfeld, architektonischer Kontext und konstruktives Konzept. Der dritte Teil des Buches wird mit einem Kapitel zur Ikonenausstellung, Konstruktion und Modell eingeleitet, die der Lehrstuhl zusammen mit Designtransfer der UdK 2019 im Foyer am Einsteinufer des UdK-Gebäudes realisiert hat. Die Ausstellung wurde damals mit einem Symposium eingeleitet und mit einer Diskussion eröffnet. Und Marc Reder, der auch Vortragender des Symposiums damals war, hat die Ausstellung fotografisch dokumentiert und vier seiner Detailfotografien uns für unsere Publikation zur Verfügung gestellt. Diese zeigen auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel der Modelle und lassen Ikone, Konstruktion und räumliche Warnung in ihrer abstrahiert-ästhetischen Aufnahme frei darzustellen. Der letzte Teil des Buches liefert sozusagen die Metadaten des Baukonstruktionskurses, der in 12 Jahren gewachsenen Sammlung. Das Kapitel des Modellarchivs listet alle Modelle chronologisch auf, mit Informationen zu Archivnummer, Architekt in Standort und Baujahr. Und nachfolgend finden wir eine Liste aller Studierenden, 276 Teilnehmende am Kurs seit 2012 in alphabetischer Reihenfolge. Und außerdem möchte ich noch einen ganz herzlichen Dank an Frau Ulrike Pennewitz aussprechen, die mich tatkräftig unterstützt hat und geholfen hat, das Buch mit dem UdK-Verlag zusammen zu realisieren. Dankeschön. Danke, Sophia. Jetzt haben wir im Prinzip alle Vorträge
überstanden, wenn man so will. Jetzt würde ich die Vortragenden bitten, dass wir uns einfach daher, ich denke, wir können uns einfach daher setzen. Man sieht uns, glaube ich, gut und wir setzen uns einfach daher. Und ich würde bitten um die Fragestellungen zu den Vorträgen oder auch eben zum Buch, zu Sophias Einleitung betreffend das Buch. Und darüber hoffe ich, dass wir in die Diskussion kommen, was unser Buch betrifft und was die Modelle betrifft und die Lehre und überhaupt. Hallo. Ah, okay, ist nur für online, oder? Ist nur für online. Ah, okay. Gut, na dann. Und zwar, ich habe eine Frage an das zweite Büro, was sich vorgestellt hat. Und da ist in dem Scheunenprojekt der Satz gefallen, hier gibt es dann einen sozialen Begegnungsraum. Also ich hoffe, ich gebe das so richtig wieder. Und vielleicht in der direkten Gegenüberstellung mit dem Holzmarktprojekt, wollte ich einfach fragen, ob man soziale Räume tatsächlich planen kann oder ob man ihre Entstehung nur nicht verhindern sollte. Weil das so ein bisschen, glaube ich, das ist, was mir in Ihrer Arbeit so, ja, hatte ich so ein bisschen so verstanden, dass es sozusagen viel den Nutzerinnen auch überlassen wird. Genau, das wäre die Frage. Ich glaube, es gibt nicht die zwei Möglichkeiten, den Raum, was hattest du gesagt, entweder das Verschwinden verhindern. Zu verhindern. Also ich glaube, es ist eher vielleicht so aus so einer persönlichen Erfahrung, dass Räume, die oft als soziale geplant werden, also Begegnungsräume, sich dann oft, wie gesagt, sehr geplant anfühlen und dadurch nicht funktionieren. Also vielleicht auch in dieser, wie gesagt, in dieser Gegenüberstellung mit dem Holzmarkt, der ja gewachsen ist irgendwie. Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das, ich wollte es nur noch mal genauer wissen. Also erstmal denke ich, dass man solche Räume als Planer zur Verfügung stellt. Das ist klar. Also das heißt, dass man sie einplant oder plant, dass sie da sind. Und dann muss man sich fragen, wie sind sie benutzbar? Denn wenn sie nicht benutzbar sind, dann sind sie unsinnig. Und die Idee eben in dieser Dorfscheune ist, dass diese Benutzbarkeit, diese Verschaltbarkeit und auch das, dieser nutzungsoffene zentrale Raum, in dem man alles Mögliche machen kann, von einem Seminar über Disco, über was weiß ich, Ausstellung, der ist einfach da. Der hat eine gewisse Atmosphäre, die auch was erzählt und die auch von den Leuten erzählt, die das gemacht haben. Also die sagen eben, dass dieses reparierte Dach eigentlich sie selber darstellt. Nämlich die Leute, die schon ganz lange da wohnen und die Leute, die neu dazugekommen sind und die irgendwie gemeinsam an diesem Gebäude gebaut haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Erzählung, die jeden mitnimmt und die man auch jedem mitgeben kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Orte solche Erzählungen geben und auf der anderen Seite wirklich benutzbar sind. Also, dass man da reingehen kann und damit etwas machen kann. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwie hinbekommen haben und dass durch diese Verschaltbarkeit, also das, wie gesagt, der Raum ist immer, jedes Mal, wenn ich komme, ist der Raum irgendwie anders. Und deswegen hatte ich ja gesagt, die Idee ist oder die Praxis ist, dass dieser Raum einmal im Monat auf Null zurückgebracht wird. Das heißt, alles wird wieder an seinen Ort. Die Möbel, die da rumstehen, die Türen werden geschlossen, alles wird sozusagen einmal wieder hingebracht. Es gibt Traversen, es gibt Belichtungen, es gibt viele andere Dinge. Und dann kommen quasi verschiedene Nutzungen und NutzerInnen und verwandeln diesen Raum wieder. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt, dass so ein Raum sowas kann. Aber ich meine, dieser Raum, der kann das ja hier im Prinzip auch. Dadurch, also ich kann mich jedenfalls erinnern, dass wir eigentlich ganz selten früher so gesessen haben, sondern eigentlich immer in irgendwelchen anderen Konstellationen. Und dass es eben diese seitlichen Tafeln gibt und dass es diese Schiebeelemente gibt, die eine Projektionsfläche sind. Früher gab es da noch offene Türen, da konnte man auch da oben stehen. Das geht jetzt aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr. Man konnte die Türen aufmachen. Also man konnte auch diesen Raum konfigurieren. Ich glaube, dieses Konfigurieren, dieses Aneignen, das ist einfach total wichtig. Und das ist bei der Scheune ist es in der Benutzung, in der täglichen Benutzung. Und beim Holzmarkt wächst es eben über eine längere Zeit. Okay, danke schön.
ebenfalls an Sie, Frank Schönert. Inwiefern lässt sich die Art des Kollagierens in Ihrer Architektur mit dem Denkmalschutz und dann auch mit dem praktischen Nutzen eines Orts verbinden? Und wo drin sehen Sie dann die größten kreativen Einschränkungen? Also kreative Einschränkungen sehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wir müssen uns das, was wir machen und planen wollen, einfach, wir müssen davon überzeugt sein und das dann tun. Und dann gibt es auch keine Einschränkungen. Und das sieht man im Prinzip an diesem denkmalgeschützten Gebäude, das eben gar nicht wie ein denkmalgeschütztes Gebäude aussieht. Das Einzige, was auffällt, wenn ich jetzt noch mehr Bilder gezeigt hätte, ist, dass man nach dem Umbau, das ist sehr gut gedämmt, das Haus, und man sieht die Dämmung gar nicht. Also man sieht außen die Fassade, wir haben eine Innendämmung und eine Aufdachdämmung gemacht. Das heißt, wenn ich reingehe, sehe ich die offene Holzkonstruktion, wenn ich draußen bin, sehe ich die Fassade. Und natürlich haben wir mit dem Denkmalschutz die Öffnungen besprochen, aber auch die Themen, also dieses Polycarbonatfenster, das ist einfach die nächste Zeitschicht, das ist das Update. Und es gab natürlich ein Gegenüber, das zur Diskussion und zur Ausstellung dieser Zeitschichten bereit war. Aber das sind ja auch Kunsthistoriker, Architekten, das sind ja auch Leute, die genauso diese Themen kennen, studiert haben, bearbeiteten, wie wir auch. Und man kann mit denen reden. Und insofern sehe ich da keinen Widerspruch drin. Also ganz kurz noch, dass man zurückkehrt zu einem fiktiven Originalzustand, ist sowieso nicht mehr State of the Art, sondern genau das so aufzuzeigen, wie wir das auch getan haben, ist an vielen Orten mittlerweile gang und gäbe, und das ist auch richtig so. Hallo, danke schön für den Vortrag erstmal. Ich habe auch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, und zwar fand ich sehr faszinierend, dass Sie ja viele Entwürfe hatten, die so ein bisschen, oder wo die Architektur so ein bisschen versucht, sozial utopischer zu denken oder irgendwie philosophische Ideen umzusetzen. Und was Sie gezeigt haben, wurde ja jetzt teilweise tatsächlich umgesetzt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele solche Ideen gibt, die dann in den als Entwurf stehen bleiben oder vielleicht in den Unis stehen bleiben und nicht umgesetzt werden, weil sie zu abgefahren sind oder sonst was. Zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden hatte, diese, was dann mit dem Philosophen gemeinsam entwickelt wurde, für die Meinungsbildung. Und wie gelingt das, dass solche Entwürfe vielleicht besser ihren Weg in die Wirklichkeit finden? Da kann ich nur dich zitieren, Bettina. Architektur ist keine Dienstleistung. Architektur ist keine Dienstleistung, sondern wir haben eine Meinung und wir haben Ideen von den Dingen, wie wir denken, dass sie funktionieren. Wie können Nutzungen implementiert werden? Wie können Räume beweglich werden? Und welche Strukturen sind dafür notwendig? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen und auch mit den richtigen Bauherren natürlich arbeiten, es ist schon klar, wir haben das Glück, dass wir eben in dieser Zeit, ich habe dieses Foto vom Tacheles gezeigt, wir haben wirklich in der Zeit angefangen, wo wir, als ich hier studiert habe, haben wir irgendwo in irgendwelchen Kellern irgendwelche Bars gebaut, so wie ihr, und haben dafür einen Baukuschein gekriegt. Und das ist die Zeit, aus der ich komme. Und das ist die Zeit, die ich mitgenommen habe. Aber das könnt ihr genauso gut machen. Und wir müssen einfach kapieren, dass wir einen Beitrag leisten müssen, wollen und sollen. Und dann ist das schon das richtige Mindset. Und dann kommen auch die richtigen Leute zu einem und machen die richtigen Projekte mit einem. Also bei uns funktioniert eher ein Projekt nicht, weil die Finanzierung nicht funktioniert, als dass die Leute sagen, wir wollen das nicht. Und das mit dem Ludger Schwarte, das war natürlich, das ist ein Smiley-Projekt. Das haben wir natürlich, das ist ein Spaßprojekt, in das wir uns reingedacht und reingearbeitet haben, das mir heute noch Freude macht, aber das nie als gebautes Projekt gedacht war. Wo wüsste ich eine Bar, für die man sich einen Bauschein abholen könnte, wenn man was draus macht? Sie ist gar nicht weit weg. Ja. Ich bin dann gerne in der Jury. Ja.
Von meiner Seite erstmal vielen Dank an alle Vortragenden. Ich habe jetzt aber eine Frage an die Wiener Gäste. Und zwar, inwieweit, also ist denn für euch bei diesen 1:1 Modellen schon fast das Handanlegen eigentlich relevant? Oder wie geht ihr vor? Oder sind es eigentlich dann zum Teil auch Aufgaben, die ihr aus, also wie eine Baustelle abgibt und sagt, ihr plant das erst, oder ist es eigentlich durch das eigene Schaffen? So. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also angefangen in LE, da war es mit dem, also der Bar von der Materialität, kommt das alles aus dem Baumarkt dort, also diese Do-it-yourself-Mentalität auch der Amerikaner. Da war es natürlich, dass man sich alles zusammensucht. Also die Barstange war eine Poolnudel, der Stoff von den Sitzbänken, das war ein Filtervlies. Also das waren Elemente, die wir zusammengesucht haben. Auch beim Strohkoffer haben wir die ganze Bar noch selbst gebaut. In der Lachsbar haben wir mit einem Fließer zusammengearbeitet. Obwohl da sicher das Interessanteste vom Modell her war, dass wir ein Modell gebaut, ein Kartonmodell, wo jede Fliese einzeln markiert war. Und wir haben natürlich auch dem Fließer die Pläne der Bar mit genau dem, ich bin jetzt nicht sicher, wie sie sind, Fliesenschnitt oder Fliesenspiegel, wo da jede einzelne Fliese verzeichnet war, und die, wir hatten die ausgedruckt und die sind überall gehangen. Und die Fließer sind dann echt mit dem Kartonmodell herumgerannt und haben sich da so angeschaut, wo das hinpasst, und haben sich an dem orientieren können. Ja. Ja, aber das selber tun ist definitiv Teil unserer Praxis. Wichtige Praxis. Also ich glaube auch das Gießen der Aschenbecher, also das quasi das soziale Moment, und das ist ja wirklich das Um und Auf der Bar, sind die Leute, die in der Bar sind, dass dann dieser Alkoholkonsum, also der ja dann quasi sichtbar wird anhand des Bierdosenbergs, dass dann diese Aktion wieder in einer weiteren Aktion eingeschmolzen wird und daraus wieder ein Aschenbecher, also und auch ein Kunstwerk kreiert wird. Das schließt sich, also das passt ja jetzt schön zusammen, was der Frank gesagt hat, dass das Denkmalschutz heute nicht mehr heißt, dass man Sachen zurückführt auf das, was einmal war, sondern dass man sie weiterführt und dass man sie quasi in die Zeit bringt, aber unter Berücksichtigung ihrer Qualitäten. Und das ist ja eigentlich auch das, was ihr mit der Losbar macht in Wirklichkeit, oder wenn man sich die Entwicklung anschaut, wie er es gemacht hat, dann ist ja die erste Bar in Los Angeles noch die ähnlichste unter Anführungszeichen, und dann geht es ja sozusagen die Interpretation eigentlich immer weiter bis zu der, die dann im Mack war, wo dann eigentlich nur noch die Decke da ist und wo das ja wirklich eine sehr sozusagen sehr sophisticated und sehr detaillierte Geschichte wird, wie man eben, wie man diese Fliesen legt, wo die Fugen laufen müssen, wie diese Decke, also das sind ja echt komplizierte, sind ja baulich komplizierte Teile, die ihr da konstruiert. Also wie es in der Architektur, also es ist natürlich Architektur. Und das hätte mich eben, aber du hast es eigentlich fast beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob ihr euch Modelle baut von jedem, also analoge Modelle, mit denen ihr arbeitet oder nicht. Oder ob ihr das sozusagen vor Ort quasi künstlerisch baut. Also eigentlich, wir haben alle vor Ort dann gebaut. Wir waren auch mit den Fliesern zusammen sehr involviert, dass wir mehr oder weniger. Also ja. Muss ich mir den Lukas anschauen. Also Lukas ist unser Genauigkeitsexperte. Also ja, genau. Das wir haben halt alle die Ausbildung, und wir haben aber auch als Architekten im Team, haben wir Teil unserer Ausbildung war oder Teil unseres Studiums war, auch 1:1 Projekte zu machen. Also an der TU oder in Stuttgart, das waren alles Dinge, wo wir auch mehr oder weniger unsere Biografie hin entwickelt hatten. Der Unterschied zwischen der Hypothese und quasi zu behaupten, planerisch, und dann aber auch wirklich den Schritt in die Umsetzung zu machen, das ist ein Riesenschritt, weil da einfach so viele Dinge passieren,
die man in der Planung oder im, ich sage immer zu meinen Studierenden, im Dreschen von Floskeln gar nicht erst mitbedenken kann. Aber erst bei der Umsetzung passieren die Fehler und genau diese Fehler sind es, die letztendlich auch so überraschen. Vor allem, weil doch der Unterschied in der Skalierung, also dass es jetzt von niedriger, höher, breiter, länger, dass das doch einen massiven Einfluss auf die auf den Materialumgang hat. Also ein kleines Beispiel, und in der LOSPA war das Onyx ein Art Jackson Pollock-ähnliches Painting mit Holzleim und Sägespänen aufgebracht auf eine Plastikfolie, die dann hinterleuchtet war, das super funktioniert hat. Und wir haben uns gedacht, perfekt, das machen wir im Strohkoffer auch so wieder, diesen Trick. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also weil es einfach vom Format plötzlich war viel, viel massiver, viel größer. Und das sind interessante Übersetzungsschwierigkeiten, die dann neue Lösungen fordern. Und auf die haben wir doch immer reagieren müssen. Also das kann man auch nicht in dem Fall so planen. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man da dann neue Lösungen finden muss. Ja, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt bei unserer Abstraktion. Das ist auch einer der Gründe, diese Modelle bauen im Zusammenhang mit Bauko und mit sozusagen mit Analyse von Projekten, weil das Modell ist ja immer eine Abstraktion von dem, was da ist. Und speziell, wenn man eben gebaute Projekte analysiert, so wie wir das im Buch machen, dann geht es immer darum, mit welchen Materialien, mit welchen Abstraktionen kann ich sozusagen das, um was es bei dem Gebäude geht, wirklich darstellen und wie kann ich das von dem Maßstab 1:1 in einen Maßstab 1:50 oder 1:20 runterbrechen. Und bei euch ist es ja wahrscheinlich, also sozusagen beim Modellbau im Büro, wenn man es jetzt als Architekt macht, ist es ja eigentlich vergleichbar, oder sage ich mal? Also man setzt ja Modelle ein, um sozusagen zu studieren, wie das, aber es geht ja dann nicht um, weil ich kann ja Material, kann ich ja nicht sozusagen, ich kann Beton nicht im Maßstab 1:50 bauen. Bei Holz funktioniert das, aber bei vielen anderen Sachen funktioniert. Und das ist eben genau diese Problematik, die du jetzt beschreibst, mit dem einmal funktioniert es, weil es von der Größe her passt und einmal funktioniert es eben nimmer. Jetzt wollte ich den Frank, baut ihr bei jedem Projekt ein Modell? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin gesagt, das ist sozusagen das einzig physische Abenteuer beim Entwerfen. Und das ist tatsächlich... Das Modell lügt nicht. Das Rendering lügt und das Modell lügt nicht. Und deswegen ist das Modell wahnsinnig wichtig. Aber was ich immer total verrückt fand, ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen hier, als ich damals WM war, hier diese Modellbau, diese Modelle. Und das sind ja im Prinzip, ich will nicht sagen Ausstellungsmodelle, aber es sind, du hast es als eine Art Sezieren der Architektur genannt. Also da geht es wirklich darum, diese Baukonstruktion und in ihrem Ausdruck nachzubauen und verständlich zu machen. Wenn wir Modelle bauen, sind die ja, so wie ich dieses erste Modell, was ich mit Oliver und Barbara gemacht habe, das ist ein sehr rockiges Modell. Und das ist, da geht es, wenn du ungenau baust, auch ihr habt immer wieder von Fehlern gesprochen, dann ist das etwas, was viel mehr Leben beinhaltet. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Also es gibt eben bestimmte Dinge, die werden dann sehr genau gebaut und andere sind einfach, die werden auch immer wieder verändert oder die sind sehr rockig. Dieses Modell, was ich da kurz gezeigt habe von der U-Halle, das war natürlich ein Ausstellungsmodell. Das ist natürlich ein ganz aufwendiges Modell. Aber ansonsten die Modelle in unserem Büro, die haben Arbeitsspuren. Und das ist auch wichtig. Genau. Was ich bei euch total spannend finde, ist, wie ihr eigentlich so durch Zufall auf euer Lebenswerk gekommen seid. Also und das finde ich etwas, was ich total wichtig finde. Also dass man so, dass einem die Dinge begegnen und dass man die, also in dieser Konsequenz, die ihr dann auch augenzwinkernd, aber auch total ernst durchzieht, ist irgendwie etwas, wo ich... was für mich, also ich komme jetzt leider weg von den Modellen, aber ich wollte euch das nochmal sagen, wie super ich das finde. Das hat mich total beeindruckt und ich frage mich jetzt, was kommt als nächstes? Gibt es da schon eine Idee? Nein, der Zufall. Die Zugsansteigung.
Nein, also wir sind jetzt wirklich mit dem Projekt happy, dass es abgeschlossen ist und wollen das jetzt quasi dem Publikum präsentieren und dann wird sich das nächste ergeben. Ja, ich meine, unserer Logik folgend befinden wir uns jetzt in so einer kleinen Box drinnen. Das ist ein bisschen so ja, Gulliver Reisens. Es ist interessant, wie es weitergeht. Ja, erstmal danke für die Vorträge. Die Frage geht an den ersten Vortrag ganz kurz über die Bars und sowas. Ich habe mich gefragt, also über diese Losbar und die Weiterbars, die haben ja alle gleiche Raumanordnung und gleiche Typologie. Ich habe mich gefragt, was ist sozusagen für euch das Besondere oder das Negative, Positive, also es kann beides sein, so dass ihr euch beschlossen habt, diesen Raum sozusagen mehrmals in verschiedenen Materialien oder Situationen zu wiederholen. Ich habe schon verstanden aus dem Vortrag, dass ihr sozusagen erstmal die Wahrnehmung aus Europa von amerikanischer Bar war, aber diese Wiederholung in Europa ist auch was anderes. Und wie ist das sozusagen dazu gekommen und wieso genau diese Raumanordnung, die an sich irgendwie, also auch, zumindest auf den Bildern, ziemlich klein scheint. Und sozusagen auch ein bisschen so, würde ich sagen, so nicht so offen, nicht wie die meisten Bars in Europa. Und da frage ich mich, wieso genau das, und also diese Raumanordnung, und was ist das Besondere daran, so dass es weiter nochmal gebaut, wie sie gebaut würde? Ja, das ist eine super Frage. Die geht ins Zentrum. Respekt. Ich meine, man kann sich hinter so einer Architektur wie einer von Adolf Loos grundsätzlich schon einmal verstecken. Das wiegt schon einmal bei der Entscheidung, würde ich meinen. Das ist sicher Absicht. Natürlich, je weiter man da gräbt in der Recherche zu diesem Projekt, desto mehr findet sich dazu. Wir haben natürlich eine Bar gewählt oder letztendlich eine gewählt, die uns halt auch sehr bekannt ist, und durch diese Ähnlichkeit der Garagentiefe hat sich das halt ergeben, dass das eins zu eins dieselben Proportionen, also mehr oder weniger gleichen Proportionen hat. Aber je mehr man zu diesem Projekt auch ans Tageslicht bringt, desto spannender ist das. Das ist irgendwo ein Unikum an dieser Losbar, dass da so viel zusammenkommt und so viel Narratives auch zusammenkommt, bis hin zu der Problematik, zur aktuellen Diskussion über Loos und seiner Stellung, mit der wir auch immer wieder konfrontiert worden sind. Also gerade in den letzten Jahren wird das auch in Wien heftig diskutiert, seine Pädophilie oder diese ganze Story. Und auch dazu müssen wir eine Haltung oder haben wir eine Haltung zu entwickeln gehabt. Also es ist nicht nur auf der einen Seite dass er halt auch so offensichtlich ein Protagonist war, der damit herausfordern wollte auf mehreren Ebenen, sondern es ist auch ein überschaubares Projekt. Also es ist jetzt nicht eine riesengroße Bar. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet vielleicht. Ja, ich glaube, es war jetzt auch gar nicht so sehr als Loos-Hommage gedacht, das Projekt, sondern die Loos-Bar ist in Wien für die Stadt ein sehr präsenter Ort. Also ich kann mich erinnern, wie ich auf der Angewandten studiert habe, es haben immer sehr viele Studenten dort gekellnert. Und es hatte auch einen interessanten Mix, dass sehr viele Studierende und junge Leute dort waren, parallel zu einem sehr abgehobenen, reichen Bankerpublikum, und da haben sich immer zwei Welten getroffen. Und das ist an und für sich, sind das immer großartige Orte, wo sich unterschiedliche Welten treffen können. Also ich glaube deshalb, und das war für jeden so, der die Loos kennt, also für mich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es Entscheidungen sind manchmal Zufälle als Anfangspunkt. Aber ich glaube, wenn man sich dem dann widmet und weitergeht, dann ist eigentlich das Interessante, mit welchen Konsequenzen das zusammenhängt. Also ich glaube, bei uns war auch dann die Losbar so dieser Anfangsmoment und hat aber dann plötzlich so viele Kapitel. Und ein bisschen so, wie der Christoph im Vortrag gesagt hat, die Losbar, diese Spiegel miteinander assoziieren. Also das impliziert schon so viele mögliche andere
Realitäten. Und ich glaube, dem widmen wir uns mehr in dem Projekt als jetzt einer architekturgeschichtlichen Position. Ich hätte gerne eine Frage wieder oder einen kleinen zurück nach Mannheim und vielleicht zu dieser Idee des Modell 1:1. Ich fand faszinierend, was aber nicht lang darüber gesprochen. Jetzt die Attitüde auch mit dem Bauherr sagen, ich nehme jetzt ein Segment dieser sehr, sehr lange Halle und beschäftige mich damit. Ich weiß nicht, ob das erste wirkliche Modell ist, bevor das schickere. Ich fand es super spannend, weil ich habe vielleicht mich sogar selber einen Film gemacht und überlegt, was kann von dem Architekten von euch das Minimaleingriff oder das Maximal? Das Maximal wäre eigentlich so viel wie möglich wegzunehmen. Irgendwann war ein sehr schönes Bild mit nur noch so einem Skelett aus Beton, ziemlich brutal, dass man in dem ersten Bild gar nicht gesehen hat. War dieser Moment der 1:1-Modell sicher mit dem Bauherr und auch gekoppelt sicher mit der Finanzierung? Wir wissen, dass immer so lange Gebäude dann pro laufenden Meter, dann dass die Kosten natürlich auch immer gleich auch mitwachsen. War das für euch ein Versuch, was ist alles möglich? Oder war das ein Gedanke, die uns auch immer interessiert und die wir auch die Studierenden oft gern fragen, was ist das Maximal- und das Minimal-Projekt? Also nicht unbedingt ums Geld, aber was verkraftet ein Ort, weil ihr habt so eine fantastische Landschaft auch kreiert. Du hast das auch sehr schön gefilmt mit dieser Rauigkeit. Das würde mich interessieren, was wirklich dieser 1:1-Modell euch gebracht hat. Also diese Gedanken, von denen du sprichst, was ist das Wenige und was ist das Viele, das haben wir uns natürlich vorher gemacht. Also ich glaube, wir haben auch vorher Arbeitsmodelle, die ich jetzt alle nicht gezeigt habe, natürlich gemacht und haben diese Struktur nachgebaut und haben zum Beispiel am Anfang an manchen Stellen viel mehr rausgenommen und haben dann plötzlich gemerkt, okay, jetzt bauen wir da irgendwelche Auskreuzungen rein, wir können auch einfach eine Wandscheibe stehen lassen und so weiter und so fort. Und das haben wir aber eigentlich dann gelernt, also der Umbau, das 1:1, der Prototyp, das war wirklich Handwerk, Lernen. Was kann ich tun, was muss ich, da kommt dieser große Bagger und baggert was weg, dann gibt es aber diese feinen Bleche, die überall rausgenommen und gesammelt werden, es werden Fenster ausgebaut und so. Also wirklich dieser Rückbau. Also am Anfang hieß es immer, naja, das ist ja nur ein Abriss. Aber es ist eben kein Abriss, sondern es ist tatsächlich ein Sezieren. Und das haben wir da mit den Firmen zusammen gelernt und verstanden und daneben auch verstanden, was wir wie weiter benutzen können, was wir wie stehen lassen können. Also wirklich auch dieses Physische, das physische Spüren, das war, glaube ich, das Wichtigste. Das Konzeptionelle war schon davor da. Und das ist ja auch relativ schnell erzählt, das ist auch relativ einfach, ist aber dann im Detail total kompliziert. Danke. Ich darf für dich auch eine Frage dazwischen stellen. Danke. und zwar, also meine Frage handelt, ist eigentlich im Rahmen von diesem Buch. Ich hatte mich gefragt, also der Begriff der Ikonen, das ist natürlich so eine Sache, was man denn als solche begreift und welche nicht. Und dann fängt man dann über 12 Jahre an, das zu sammeln, dann werden es offenbar 80. Und dann macht man ein Buch und dann werden es irgendwie 35. Und mich hätten jetzt diese unterschiedlichen Auswahlprozesse durchaus interessiert, weil man zum Beispiel bei den Türmen zwar das Seagram dann doch in der Liste gelassen hat, das DLRG aber im Buch aufgenommen und so weiter. Also inwiefern sind das subjektive Klassifizierungen, inwiefern sind das Fragen der Lokalität oder von einem Trend oder von einer persönlichen Tendenz oder was auch man sich noch alles so ausdenken kann, wie man eigentlich mit Klassifizierungen so umgehen kann. Das wäre meine Frage an wer auch immer das beantworten kann aus der Buchecke quasi. Ja, das ist eine Antwort. Und zwar, es sind sowohl die 35 eigentlich eine zufällige Zahl und es sind auch die 80 eine zufällige Zahl. Und die Gründe, warum man welche Projekte aussucht, sind natürlich mannigfaltige. Prinzipiell ist es so, dass alle Projekte, die wir analysieren, Projekte sind, die wir gut finden und die wir interessant finden und mit denen wir uns auch selber als Lehrstuhl beschäftigen wollen. Und dann gibt es aber auch ganz pragmatische Gründe, warum manche Projekte im Buch landen oder nicht im Buch landen. Das hat durchaus eben auch mit der Qualität der Modelle zu tun. Sind sie sozusagen
produzierbar und sind sie schön genug, dass man sie in einem Buch publizieren kann, oder sind sie das nicht? Also es gibt einige Projekte, die hätten wir gerne da drinnen. Andere sind nicht drinnen, weil wir dann gedacht haben, das ist vielleicht doch nicht so passend. Und genauso ist die sozusagen das Zusammenfassen in die einzelnen Kapiteln. Auch das ist natürlich subjektiv, oder? Weil es gibt viele Projekte, die da im Buch sind, die passen eigentlich in mehrere Kapitel rein. Und wir haben die Sophia Weiß, also sie hat da wirklich unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Und wir haben immer wieder umgruppiert und andere Projekte reingenommen, Sachen wieder rausgenommen. Also wir haben da wirklich viel, viel Arbeit drinnen stecken und haben auf allen Ebenen diskutiert und überlegt, wie wir das jetzt machen. Also das, was da drinnen ist, ist wirklich sozusagen das Zusammengeschmolzene, was wir gedacht haben, dass es das wirklich der Wert ist, dass es das in unser Buch schafft. Und wir könnten natürlich noch 5 Bände herausgeben. So ist es nicht. Wenn ich da noch eine Frage hinterher schieben dürfte, ist das ja auch nicht so ganz, ich finde es nicht so ganz uninteressant, dass es um Architekturmodelle, also um Abstraktionen von 1:1 Gebäuden eigentlich und dann in einem Buchformat geht. Und vielleicht als anschließende Frage an deine Frage nach Wien, meine Frage, what's next, aber Modellkapitel. Also was ist denn überhaupt der Plan mit diesen Modellen? Naja, das ist ein Modell, es ist eine Modellsammlung, und wenn man sich die, also ich merke es jetzt nur immer, wenn ich das Buch jemandem zeige, dann ist es schon so, oder, dass man, es gibt eben nicht viele Modelle, die wirklich auf die Struktur von Projekten hinzielen. Und wenn man sich mit Architektur beschäftigt und wenn man Gebäude analysiert und man sieht solche Modelle, dann hat man auf einmal verstanden, wie das Ding konstruiert ist und wie es ausschaut. Und das ist natürlich extrem brauchbar, und eigentlich müsste man sozusagen einen Fundus haben und eine schöne Sammlung, wo alle Studierenden jederzeit dazugehen können, und es müsste auch so sein, dass es publik ist und dass Leute das ausleihen können für Ausstellungen, weil sonst müssen immer wieder für Architekturausstellungen Modelle gebaut werden, das ist wahnsinnig teuer, und wir haben einen Fundus, der einfach total super ist, und ich glaube eben, dass eben für die Lehre, dass das Analysieren von bestehenden Gebäuden, die interessant sind, das Verständnis unglaublich für Architektur und Sachen, wie man es macht, und eben auch für Baukonstruktion extrem fördert, weil es geht mal darum, oder, dass Baukonstruktion, es gibt immer so, bei jedem Studium gibt es sogenannte Angstfächer. Und das ist zum Beispiel in der Architektur Tragwerkslehre, und das ist auch Baukonstruktion, wenn man so herumschaut oder wie man selber studiert hat, wo man das. Und es geht aber genau darum, diese Ängste eben abzubauen, weil die Baukonstruktion und auch das Tragwerk ist genauso Teil des Entwurfs wie das sozusagen die erste Idee. Und das Entwerfen hört ja erst auf, wenn das Gebäude fertig ist. Und wenn man Gebäude analysiert, die stimmig, also sozusagen die diesen Prozess bis zur Fertigstellung stimmig durchhalten, dann hat man Architektur verstanden, und das muss man einmal verstehen, dann hat man es kapiert, und es ist vollkommen wurscht, ob das ein großes, ein kleines, ein dickes, ein dünnes Gebäude ist, es muss gut sein, es muss ein stimmiges Gebäude sein, und das sind, behaupte jetzt, sind alles stimmige Gebäude, die wir da im Buch drinnen haben, obwohl sie ganz unterschiedlich sind, und das führt sie zusammen, dieses Gutsein. Und wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sozusagen mit einer allgemeinen Danksagung sozusagen die, also nicht schließen, sondern sozusagen verlagern in den Vorraum, wo es was zum Trinken gibt. Und ich möchte aber nur noch ganz, also ganz besonders natürlich bei der Sophia, die da unglaublich viele und leider viele, viele unbezahlte Stunden drinnen stecken hat, mich bedanken. Ich möchte mich bei der Nadia bedanken, die da ist, die unsere Modellbauwerkstätte ja leitet, die auch sicher damit dafür verantwortlich ist, dass viele von den Qualitäten, von den Modellen die Qualitäten haben, die sie haben. Und ich möchte nicht zuletzt darauf hinweisen, dass wir oder erzählen, dass wir das Buch dem Oliver von Spreckelsen gewidmet haben, der heuer im März verstorben ist und der eben gemeinsam mit dem Frank und mir diesen Lehrstuhl und auch dieses Programm sozusagen aufgebaut hat, und würde bitten, eben auf ihn anzustoßen da draußen und sich das Buch zu kaufen. Es kostet nur 18 Euro. Und nachdem Weihnachten kommt, das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für alle Eltern, weil ihr ja alle Autoren seid. Und deswegen bedanke ich mich bei allen, die sozusagen anwesend sind. Vielen Dank.